Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eintracht Frankfurt Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel. Der René, der fehlt heute, denn der alte Frechdachs ist jetzt mal bei der Republika und lässt sich da gut gehen. Deswegen vertrete ich ihn heute, aber trotzdem bin ich sehr froh, an meiner Seite zu wissen, den Dennis. Hi. Ja, servus, hallo. Die wunderbare Anna-Louise, hallo. Hallo. Und der einzigartige Basti, hi. Gute. So, wir hören uns heute ein bisschen wahrscheinlich in der Matrix, ja, irgendwo ist dann ein Knöpfchen nicht gedrückt worden, sodass wir uns ein bisschen doppelt hören, aber ich denke, wir sprechen laut genug, dass das Einmalige reichen sollte. So, einmalig laut genug, das ist ganz gut. Die Eintracht war am vergangenen Samstag nicht laut genug, zumindest auf dem Platz nicht, und hat ziemlich dramatisch 0-2 verloren. Also ehrlich gesagt geht mir langsam so ein bisschen der Spaß verloren. Wie seht ihr das denn? Ja, kann man so zusammenfassen, Marvin. Nee, also ich konnte es leider nicht verfolgen, das Spiel, oder leider in Anführungszeichen, was ich ja dann so in den Nachberichterstattungen und auch Zusammenfassung gesehen habe, war ja schon ein Offenbarungseid auf jeden Fall. Also grauenvoll verstehe ich nicht. Kovac, denke ich, auch völlig zu Recht stinksauer auf die Mannschaft. Auch wenn natürlich der Kader nicht unbedingt jetzt die Breite hergibt und er dann natürlich improvisieren muss, kann es nicht sein, dass die Spieler, die er aufstellt, dann so eine Leistung abliefern. Also fand ich eine Frechheit, aber gut. Basti, hast du es gesehen? Ja, ich werde heute den Beweis antreten, dass die Vorwürfe, die mir gemacht wurden in den vergangenen Wochen, dass ich alles schönreden würde, nicht wahr sind, weil für mich unterscheidet sich dieses Spiel arg von denen aus den letzten Wochen, die trotzdem verloren wurden. Ja. Weil die Eintracht dieses Mal, genau das, was der Dennis gesagt hat, dieses Mal kann man der Mannschaft wirklich vorwerfen, dass die mental auch nicht auf dem Platz waren. Also es war nicht so, dass du das Gefühl hattest, die Eintracht spielt gut und irgendwann in Minute XY gehen die Kräfte aus, sondern die waren von Anfang an irgendwie nicht auf dem Platz und die Einstellung hat nicht gestimmt und die haben nicht bemerkt, was so ein altes Eintracht-Phänomen ist, wie unverunsichert und schlecht dieser Gegner ist. Das war ein grauenhaftes Spiel. Wolfsburg ist auch ein Restmüllhaufen gewesen, wo du das Gefühl hattest, wenn du die ein bisschen, was wir eigentlich gefordert haben, wenn du die ein bisschen ärgerst, dann brechen die komplett zusammen, aber das hat die Eintracht überhaupt nicht gemacht und hat dann dafür gesorgt, dass das Glück auf Wolfsburger Seite war, die dann ein bisschen besser natürlich waren, aber das habe ich jetzt auch nicht so krass gesehen. Das war von der Mannschaft echt, glaube ich, mit die schlechteste Leistung dieser Saison, was Einsatz, Organisation und Kampfbereitschaft betrifft, weil da war eigentlich echt gar nichts, da war keine Kreativität, die hatte das Gefühl, jeder war mit sich selber beschäftigt. Und ich habe nach diesem Spiel, vielleicht auch jetzt übertrieben nach einem Spiel, aber ich habe nach diesem Spiel ein bisschen Angst, dass die Mannschaft sich auf dieses Pokalfinale verlässt. Und weil ich es mir nicht so erklären kann, dass ich sage, gut, wir hatten in Hoffenheim Pech mit der letzten Minute, aber der Einsatz hat gestimmt und dass uns die Kräfte ausgehen, war uns klar. Marvin, wir haben in Gladbach auch drüber gesprochen, dass wir damit rechnen, dass in den nächsten ein, zwei Spielen wir diese Verlängerung bezahlen werden. Ja. Aber dann hätte ich es gerne anders bezahlt. Dann hätte ich gerne gesehen, okay, der Mannschaft geht einfach die Kraft aus und Wolfsburg war besser. Dann hätte ich damit leben können. Aber so, gegen so einen unfassbar schlechten Gegner, den du auch noch nach unten schießen kannst, wo ich mich doppelt gefreut hätte, das ist, für mich war es schwer zu verkraften. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt und bin trotzdem noch im Pokalfinalfieber. Aber ich hoffe, die Mannschaft konzentriert sich nicht zu sehr auf dieses Finale. Davor habe ich ein bisschen Angst, weil das war ein kleines Alarmsignal. So krass, wie viele das gesagt haben, sehe ich es noch nicht, aber ich sehe es trotzdem jetzt mittlerweile auch als Alarmsignal, dass da irgendwas gemacht werden muss. Anna, war die Eintracht so schwach oder war Wolfsburg so stark? Gute Frage. Ja, ich habe es mir auch die ganzen 90 Minuten reingezogen. Kann eigentlich alles, was Basti gesagt hat, so unterschreiben. Und habe mir auch, glaube ich, irgendwie vorgenommen, diesen Samstag 15:30 was anderes zu machen. Also ich muss sagen, ich war richtig pissed, muss ich wirklich sagen. Also irgendwie, das war einfach überhaupt nichts. Also ich meine, wir hätten da irgendwie locker gewinnen können. Ja. Also Wolfsburg ist einfach, Wolfsburg halt, ne? Aber es war auch einfach nicht gut. Es war nicht gut. Und man hätte, glaube ich, mit ein bisschen mehr Einsatz und Wille da schon was rausholen können. Und ich muss sagen, ich finde auch, ja, wir freuen uns alle auf Berlin und freuen uns alle über Berlin. Aber mir ist es schon wieder ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. So in der Berichterstattung und im Gelaber und so weiter. Es ist schon ein bisschen too much. Ja, Basti? Ja, man muss aufpassen, dass die Mannschaft wirklich nicht, dass die Leute denken, das Erlebnis Berlin wird toll. Weil man kann davon ausgehen, dass in der Bereich des Möglichen liegt, dass die Eintracht dort 3-0 verliert
und am Ende auf Platz 13 oder 14 steht und dann muss man die Saison auch mal so bewerten. Ja, das ist dann es, ja. Reden wir hier eigentlich über eine Saison, wie sie auch unter Thomas Schaaf stattgefunden hat. Und das ist nicht mehr so gut dann. Also und die Eintracht kann sich ja nicht darauf verlassen, das Pokalfinale zu gewinnen. Also die Eintracht muss wirklich noch auch irgendwie dran denken, dass der ein oder andere Tabellenplatz auch noch ein paar Millionen Euro wert sind immer. Also ich hoffe nicht, dass die Mannschaft jetzt irgendwie denkt, okay, wir haben genug Ausreden, dass wir so viele Verletzte haben und die Abwehr wird immer umstrukturiert. Weil das kann als Ausrede nicht zählen dafür, dass du nicht alles auf den Platz gibst. Also weil die Eintracht das an anderer Stelle schon mit chaotischen Aufstellungen bewiesen hat, dass sie es kann und jetzt überhaupt nicht gebracht. Und nicht gegen einen Gegner, der irgendwie völlig im Abstiegskampf sich neu motiviert hat, wie es vielleicht Bremen damals gemacht hat. Ja. Wo du gesagt hast, die Eintracht ist nicht über die Zeit gekommen und Bremen mit ihren ganzen Fans und Einstellungen und in diesem Abstiegskampfmodus ist jetzt hier irgendwie, hat uns niedergerungen oder so. Nein, ja. Das war eine tote Mannschaft, wo du das Gefühl hast, denen ist es scheißegal, ob die absteigen, weil die eh nächstes Jahr dann woanders spielen könnten. Wahrscheinlich wollen manche von denen sogar noch absteigen, damit die ein höheres Handgeld kassieren. Und das hast du gesehen. Das war ein unfassbar schlechtes Fußballspiel. Ja. Und dass die Eintracht das nicht... Eigentlich hätte ich nämlich genau gedacht, dass das ist, was Kovac uns bringt, was ich die ganze Zeit gefeiert habe. Okay. Dass die solche Gegner dann beerdigen, was wir teilweise dann auch gemacht haben, wo wir nicht locker gelassen haben, haben die jetzt nicht gemacht. Und das hat mich ein bisschen erschrocken. Bin aber bereit, mir trotzdem, anders als die Anna, am Samstag das Spiel auch noch anzugucken und zu hoffen, dass nicht das Gleiche passiert. Aber mal ganz ehrlich. Jetzt auch gucken. Ja, 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 wir müssen es ja irgendwie gucken. Ganz klar sehe ich genauso. Aber die Frage, die sich mir trotzdem aufdrängt, haben in der ersten Halbzeit zumindest das Unentschieden einigermaßen bespielt, um es mal so zu sagen. Ja? Was los? Ich habe dich eben nicht gehört. Oh, aber jetzt hört ihr mich wieder, ja? Jetzt höre ich dich, ja. Ich höre dich die ganze Zeit. Hört ihr mich jetzt wieder ganz normal? Ja, 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 alles gut. Ja. Alles interessant, gut. Interessant. Ja, was hier immer wieder passiert. Jetzt höre ich mich doppelt. Aber gut, bei euch ist wahrscheinlich auch nicht besser der Ton, ne? No. Bei mir ist alles super. Okay, alles klar. Nur gut. Ich höre den Marvin überhaupt nicht. Aha, okay. Und jetzt hört ihr mich alle? Ja, ja. Okay, interessant. Naja, manchmal gibt es technische Schwierigkeiten. Was ich eigentlich nur fragen wollte... In der ersten Halbzeit hat die Eintracht jetzt zumindest das Unentschieden ganz gut bespielt. Mein Gefühl war aber im Verlaufe der Zeit, dass sie es erneut offensiv nicht auf die Kette bekommen haben, irgendwelche Szenen zu kreieren. Was kann man dieser Mannschaft irgendwie noch sagen, damit sie irgendeine Offensivbewegung machen? Denn für mich fühlt sich das aktuell so an, als wäre diese Mannschaft offensiv komplett überfordert und würde nur darauf warten, dass irgendwann vielleicht doch nochmal Alex Meyer zurückkehrt. Das ist eine gute Frage, Marvin, ja. Danke, Basti. nee, muss man wirklich sagen, das ist, denke ich, eine Frage, die sich alle dort stellen, auch die Verantwortlichen bei der Eintracht. Warum greifen diese Spieler, die zur Verfügung stehen, nicht? Und die einfache Antwort ist, es ist eine Riesenverunsicherung drin. Du siehst Spieler wie Seferovic und so weiter, die natürlich jetzt eine ganz schwere Saison eh schon hinter sich haben, die jetzt in Filde reinkommen, wo man sagen muss, das bringt eigentlich gar nichts, sie aufzustellen, weil sie, wenn sie mal eine Chance haben, die jämmerlich verstolpern. Hagota, dasselbe in Grün eigentlich. Also das ist, du hast das Problem, dass so eine Verunsicherung da vorne auch drin ist. Eventuell müsstest du es mit unverbrauchten Spielern oder ganz ohne Spitze aus einem wirklich kompakten Mittelfeld rausspielen, weil so bringt es überhaupt nichts. Oder du musst einfach wirklich drauf hoffen, aber ich denke, dafür ist es jetzt auch zu spät, mit Standards die Tore zu machen, worüber wir ja auch schon die ganze Saison sprechen, ja. wie kläglich die verschenkt werden, ja. Mit einem großen Stoßstürmer wie Ferroschaft von Dritten oder sowas, könntest du dann vielleicht auch mal ein Törchen machen, ich weiß es nicht. So ist das, denke ich, jetzt ganz schwierig, da jetzt noch was zu ändern und kannst eigentlich nur darauf hoffen, dass eventuell mal aus der zweiten Reihe vielleicht auch mal geschossen wird. Also, dass du versuchst, mal den Abschluss aus 20, 25 ja. Metern zu suchen. Aber ansonsten, also aber da bin ehrlich, ich völlig Latein am Ende. Ja, ich komisch finde, ja? Wenn ich mir die Namen anschaue, dann ich hätte es genau so aufgestellt. Und das ist eigentlich eine Reihe, wo ich sage, Rebic, Gacinovic, Stendera, Fabian, Hegota. Das fühlt sich für mich anders an, als es da ausgesehen hat. Also guter Punkt, ja. Ich weiß, was du meinst, aber Leute. Das ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, da hat Seferovic gespielt und dann war noch Blum da, der nicht gut drauf war und Marius Wolf hat noch gespielt, sondern also Stendera, Gacinovic, Rebic, Fabian, Hegota finde ich eigentlich schon geil. Gut, Hegota ist so ein zweischneidiges Schwert, viele mögen ihn nicht, ich mag den. Aber selbst wenn er ein Totalausfall ist, kann es immer noch nicht erklären, wie das funktioniert.
Und die Spieler Rebic und Fabian sind eigentlich gut in Form. Stendera war auch eigentlich, ist besser aus Verletzungen gekommen, als wir alle dachten. Und Gacinovic auch sein Tal einigermaßen überstanden gehabt. Aber alles das keine Goalgetter, muss man auch immer dazu sagen. Die spielen ja ordentlich nach vorne, auch Offensivaktionen, gerade Fabian oder auch Rebic, der bringt Einsatz und so weiter. Aber man sieht ja so diesen Torriecher, den Torinstinkt, den hat er einfach auch nicht. Der schießt seine 2, 3, 5 Tore vielleicht in der Saison, aber dann ist auch schon gut. Du brauchst ja im Endeffekt vorne jemanden, der dann die Dinger macht, und das funktioniert momentan einfach nicht. Ja, und das ist genau zu dem Punkt, wo ich gerade komme. Ich glaube, Ögota ist auch ein Stürmer, der für diese Stoßstürmerposition eigentlich nicht geeignet ist. Dafür ist er zu... Hürgota ist eher so ein Typ Thomas Müller, finde ich. Der wandelt so ein bisschen da rum und der hat eigentlich auch eine gute Abschlusstechnik. Also wenn der reine Abschluss. Das Problem ist, glaube ich, ganz alleine Bälle festmachen und verteilen und warten, bis die Leute aufgerückt sind. Das kann er gar nicht, weil er dafür irgendwie nicht die Ruhe hat. Ich glaube, dass Hürgota funktionieren würde, wenn er noch irgendjemand neben sich hätte, wo er dann vielleicht ein bisschen mehr Räume hat und ein bisschen der Druck von ihm weg ist und nicht die alleinige Anspielstation ist. Problem ist, den haben wir nicht. Haben wir momentan nicht. Und ich sehe ihn da vorne so ein bisschen auf verlorenen Posten, ehrlich gesagt, weil er sowieso nicht gut drauf ist und er wird sich das Glück nicht in dem Sinne erarbeiten können, dass er sich dort vorne aufreibt. Und was der Seferovic ja manchmal wenigstens macht, wenn du kannst auf den schimpfen, wie du willst, aber manchmal hat er wenigstens, wenn er schlecht gespielt hat, hast du gesagt, okay, der ist wenigstens vorne rumgerannt wie ein Geisteskranker. Das hat Hürgota halt auch nicht und das sieht dann halt echt blöd bei ihm aus. Ich habe die ganze Zeit auf seinen Moment gehofft. Ich habe gedacht, in Gladbach, das hätte ihm vielleicht geholfen, hat es nicht getan. Mir fällt es auch immer schwerer, an ihm festzuhalten und ihn zu verteidigen. Sehe allerdings immer noch keine Alternative, außer, was er dann jetzt gesagt hat, dass wir endlich irgendwie diese Büchsen öffnen müssen durch Standardsituationen, was aber immer noch nicht passiert. Wir hatten ja ein paar Eckbälle, meine Güte. Aber es ist wieder trotz Stenderas Rückkehr nichts gekommen, wo du denkst, du hast mittlerweile beim Eckball gar nicht mehr das Gefühl, geil, sondern nee, komm, Eckball. Ich verliere halt auch absolut die Geduld mittlerweile. Mir reicht das ehrlich gesagt. Ich kann mir das nur noch bedingt anschauen. Ich bin wirklich wütend mittlerweile, wenn ich sehe, dass die Eintracht offensiv überhaupt nichts auf die Kette bekommt. Das ist erbärmlich. Das ist auch ehrlich gesagt nicht erstligareif. Das hat nichts damit mit einem geordneten Spielaufbau zu tun. Da ist ein Rebic, der wirklich viel probiert. Fabian hat auch keinen guten Tag gehabt. Gacinovic erneut nicht. Und Rigota ist da rumgelaufen wie Falschgeld. Das ist echt richtig beschissen gewesen. Gegen einen Gegner, der ja eigentlich auch nicht wirklich gut drauf war. Und da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Wolfsburg ist eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Und mich nervt es halt, dass wir hier wieder in den Abstiegskampf eingreifen, indem wir komplett beschissen spielen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, dass wir immer der Punktelieferant für die ganzen Mannschaften sind, die hier herkommen und sich hier die Punkte abholen, damit sie dann irgendwie doch noch einen Klassenerhalt schaffen. Was soll denn diese Scheiße? Die Eintracht muss... gerade diese Mannschaft. Gerade die Mannschaft. Und gerade Wolfsburg noch. An diese Mannschaft und die sind, dann kommen die auch noch her und sind schlecht und die Eintracht kriegt es trotzdem nicht hin. Das ärgert mich echt. Wenn es wirklich so gewesen wäre, dass man denkt, okay, Wolfsburg, da sind trotzdem ein paar gute Spieler dabei und die haben uns dann in einem 50-50-Spiel durch ihre individuelle Klasse geschlagen, dann könnte man denken, gut, die haben mehr Geld und dann setzt sich das irgendwann durch, weil die sich aufgerafft haben. Haben die aber nicht. Die sind ja in die Halbzeit gelaufen. Ich habe mich während dem Spiel in der ersten Halbzeit gefragt, raffen die ihn eigentlich nicht, dass sie auch so ein bisschen in Gefahr sind, weil Ingolstadt ja zwischenzeitlich auch geführt hat. Da hatte ich das Gefühl, die Mannschaft rafft überhaupt nichts. Also die Davi ist da rumgelaufen, der Entep auf der linken Seite von denen, der sah aus wie Quoike in seinen besten Zeiten. Also der konnte seine eigenen Beine am Anfang gar nicht sortieren. Also der ist rumgelaufen, wie als hättest du einen Footballspieler gefragt, hier hast du Bock kurz auszuhelfen, lauf mal bitte hier mit, zieh dir mal ein Trikot an. Das war gar nichts. Ich hatte überhaupt gar keine Angst vor dieser Mannschaft. Nicht, komm, es ist nicht ins Spiel kommen. Dann muss doch Kovac in der Halbzeit sagen, ey Leute, schaut euch mal diesen Siffhaufen an. Bitte, spielt es jetzt zu Ende, dann haben wir noch 3 Punkte, dann sind wir noch besser drauf, dann fahren wir nach Mainz und gucken, was da passiert. Aber unerklärlich, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, weil es auch nicht so war, dass ich denken würde, okay, Wolfsburg hat dann aufgedreht. Nee, die sind halt glücklich zu diesem Tor gekommen und dann ist irgendwie gar nichts mehr passiert. Ganz, 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 ganz komisch. Und dann muss man sagen, gut, Wolfsburg, das 2-0 macht er natürlich super. Ja, das ist es halt natürlich. Halt ausgetauscht. Ja, und Gomez ist ja sowieso noch einer der wenigen Spieler, die wirklich in Ordnung drauf sind aktuell, ne? Ja, ich meine auch die Vorbereitung war, glaube ich, von meinem angesprochenen Intep. Das hat er dann echt gut gemacht. Da hat er scheinbar dann eine Halbzeit schnell Fußball spielen gelernt. Ja, es war mal individuelle Stärke, haben sie mal ausgespielt in 2 Situationen, haben 2 Tore gemacht. Es war halt kacke wieder, ja. Es ist wieder typisch Eintracht. Mhm.
Ach, das ist so, also so ärgerlich. Ja. Aber vielleicht hat die Anna ja noch einen Tipp, wie man offensiv ausstellen kann. Moment, damit wir, jetzt kommt's. Ja. Ich habe jetzt die Lösung parat. Nein, habe ich nicht. Aber, schade. Hätte dir jetzt geguckt. Ja, eigentlich schon. Nee, aber ich hab ja so eine Hassfaszination für Seferovic, ne? Irgendwie, ich finde das immer so bezeichnend. Ich meine, klar, der reibt sich auf, aber irgendwie, ich meine, die können noch so oft irgendwie die ganzen Hände vor ihre Münder halten und so. Körpersprache ist halt Körpersprache, da können die auch nicht raus. Und das kommt mir bei dem alles so wahnsinnig geschauspielert vor. Gefühlt ist der im Kopf seit anderthalb Jahren weg. Und ich fand das so bezeichnend, wie Gacinovic und Seferovic nach dem Spiel auf dem Platz standen und so, naja, ja, was willst du machen, ne? Machst du nichts? So. Und das ist einfach so, das macht mich so wütend. Und irgendwie, ich finde auch die Interviews nach dem Spiel waren so total gegensätzlich. Also Gacinovic sagt, naja, die ganze Mannschaft war müde und ja, und das steckt uns alles in den Knochen und bla bla bla. Und Čipka sagt so, naja, müde waren wir nicht, ne? Ich denke mir so, ja, was denn jetzt? Also irgendwie, seid ihr euch einig, ob ihr müde seid oder ist okay? Vielleicht ist der eine müde, der andere nicht, aber das ist ein ganz guter Punkt trotzdem. Aber trotzdem ist es ein ganz guter Punkt, denn es zeigt, dass anscheinend ein Teil der Spieler vielleicht eher auf Ausreden bedacht sind, während andere dann sagen, naja gut, nee, also Bullshit jetzt hier, ne? Wir waren halt nicht müde und es hat einfach an anderen Dingen gehakt. Ganz ehrlich, was will denn der Gacinovic? Das ist ein junger Dachs. Wenn der nicht fit ist, wer denn sonst? Ja, ich meine, der muss doch alle Möglichkeiten noch haben. Und ganz ehrlich, was ist denn sein Ziel? Sein Ziel ist doch irgendwann mal vielleicht auch international beim Topclub zu spielen. Und dann machst du halt auch mal dauerhaft zwei Spiele unter der Woche. Ja. Ja, aber das hat Utschipka ja auch ganz klar gesagt. Also ich meine, wir sind eine Bundesligamannschaft und andere Teams, die international spielen, reißen noch mehr Minuten runter. Ja, wir hatten jetzt die Verlängerung und Elfmeterschießen. Okay, aber das kann es auch nicht sein. Irgendwie, wir sind nicht überspielt auch nicht und wir sind nicht müde. Nee. Fertig. Du kannst auch müde sein und dann geht irgendwann die Puste aus. Aber das war von Anfang an keine richtige Herangehensweise, weil dann kannst du ja wenigstens probieren, in den ersten 15 Minuten zu überrennen. Aber das ist ja gegen diese verunsicherte Wolfsburger Mannschaft auch nicht passiert. Wenn du weißt, dass du begrenzte Kräfte nur hast und hast ganz, ganz wenig zum Einwechseln, musst du halt sagen, ja Leute, dann geben wir jetzt mal Vollgas und schauen mal, was passiert. Aber ist ja gar nicht so gewesen. Und mir war das einfach zu wenig, gerade im Heimspiel, zu sagen, okay, hier sind unsere Fans, die schreien alle nach Karten, die wollen auch nach Berlin und die Stimmung, die Eintracht hat doch die Stimmung so leicht, die hat so eine grottenschlechte Rückrunde gespielt, genau, von den Ergebnissen her und hat innerhalb von zwei Spielen hat dies alles gedreht und nach Hoffenheim war auch keiner sauer. Mir ist es unerklärlich, wie man so blöd sein kann, durch so eine Leistung das alles wieder so ein bisschen einzureißen und dann das wieder an die Oberfläche kommen zu lassen, was eigentlich schon die ganze Zeit dort war. Diese latente Unzufriedenheit, die immer ein bisschen wieder rauskam, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber die kam immer wieder zum Vorschein und die ist jetzt wieder komplett da. Und das passt mir nicht vor diesem Pokalfinale, weil wenn die Eintracht jetzt anfängt, die letzten drei Spiele zu verlieren, weiß ich nicht, ob die dann im Finale nochmal in diesen Wettkampfmodus kommen. Das ist genau der Punkt. Wenn ich einhake, aber das ist doch genau der Punkt. Darüber habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht. Wenn du jetzt die ganze Zeit die letzten beiden Spiele jetzt oder die letzten drei Spiele und Schlendrian hast, wenn du jetzt alle Spiele verlierst, dann brauchst du doch nicht denken, dass du irgendwas reißt im Pokal. Du musst doch mal ein bisschen Rückenwind haben. Du musst zumindest versuchen, jetzt diese zwei Partien, die dir jetzt noch bleiben, irgendwie auch ein bisschen erfolgreich zu gestalten und auch mehr Druck aufzubauen. Wir müssen doch da ganz klar sagen, dass gegen Wolfsburg auch im großen Teil einfach dieser Druck gefehlt hat von der Mannschaft. Der kam einfach viel zu wenig. Der ist auch ehrlich gesagt zu wenig gegen den Mann gegangen. Was du teilweise gegen Augsburg gesehen hast, als die Eintracht mal wieder ein Dreier eingefahren hat, da war der Zug zum Gegner einfach wesentlich mehr da, als es jetzt aktuell der Fall war. Und die Eintracht muss jetzt wirklich sehen, dass sie das wieder auf die Kette bekommt. Und das heißt ganz klar und brutaler dagegen angehen. Da bringt es auch nichts, dass ich mich fürs Pokalfinale schone, oder? Ja, es wird dann irgendwie wahrscheinlich wieder heißen, so ein, ach naja, so die Ligatabelle sagt es zwar nicht, aber Eintracht Frankfurt hat ja jetzt die Chance, diese Saison doch noch irgendwie zu krönen mit einem Sieg und bla. Und ich meine, ich will es jetzt nicht, ich will es nicht beschreien. Ich habe natürlich auch die Resthoffnung, dass es tatsächlich wir mal wieder irgend so ein Blumdopp da gewinnen. Ja. Aber es ist halt immer noch Dortmund und ja, es ist Berlin, aber
Es ist immer noch fucking Dortmund. Und ganz ehrlich. Und jetzt kommt mir in die Bitte niemand, dann schlagen wir halt den scheiß BVB. Das kann ich nicht mehr hören. Aber Anna, genau das ist doch der Punkt. Das ist doch auch, es geht doch auch um unsere Motivationskurve. Es geht doch auch darum, dass die Fans mitgenommen werden. Die Fans werden doch wesentlich schlechter mitgenommen durch drei Niederlagen im Rücken, als wenn du jetzt hier die letzten beiden Partien hier noch ordentlich Fußball spielst, zumindest vielleicht 4, vielleicht 6 Punkte holst. Ja, ich weiß, ich bin jetzt schon wieder sehr optimistisch. Aber wenn du dann wenigstens noch was Zählbares rausholst und dann die Saison auch in der Liga persönlich beendest, dann gehst du doch mit einem ganz anderen Gefühl nach Berlin. Und dann hast du, und dann kannst du hier emotional noch was ganz anderes reißen. Dennis, was ich noch mal ganz kurz anhauen will, und zwar, der Bier Ernst schreibt in unserem Chat, dass ihn das sehr genervt hat, dass es klägliche Versuche gab, Freistöße zu schinden, Elfer zu schinden und auch die ganze Körpereinstellung anscheinend nicht so gestimmt hat. Wie hast du das ähnlich gesehen? Jetzt am im Spiel gegen Wolfsburg. Ja. Oder die letzten Spiele. In den letzten Spielen kann ich das eigentlich nicht. Also ich muss auch sagen, da bin ich voll auf dem Basti seiner Seite. Das Spiel gegen Wolfsburg hatte mit den Spielen vorher überhaupt nichts zu tun. Die Einstellung vorher fand ich immer in Ordnung, war es ein bisschen glücklos. Mhm. Diesmal gegen wirklich, also kläglich auch aufspielenden VfL Wolfsburg hast du einfach die Chance nicht genutzt mit ordentlich Druck. Und auch taktisch schlau. Wir hatten letzte Woche doch noch drüber gesprochen. Die Wolfsburger müssen gewinnen. Die Wolfsburger müssen aufmachen. Genau. Nutze Konterchancen. Spiel taktisch schlau und so weiter. Mit den geschundenen Freistößen, Elfmetern oder so weiter. Das einzige Szene, die ich gesehen habe, war, glaube ich, Gasinovic, der dafür dann auch eine gelbe Karte bekommen hatte. Das kannst du probieren. Natürlich ist es in der Bundesliga auch, denke ich, gang und gäbe. Wenn es funktioniert, hätten alle gesagt, Mann, was ein Fuchs, hat hier super geschaltet und hat hier einen schönen Elfmeter geschunden. So sagt jeder, meine Güte, wie kläglich ist das denn? Du spielst schon eine Kacke und hast keinen Einsatz und versuchst dann noch über so Chancen dann irgendwie noch was zu retten. Das ist dann schon erbärmlich ein bisschen. Passt aber zum Gesamteindruck von dem Spiel. Also zumindest, was ich in der Nachbetrachtung sehen konnte, weil über die 90 Minuten hatte ich es ja nicht gesehen gehabt. Deshalb traue ich mir da jetzt nicht zu, wirklich eine Aussage zuzumachen. Das ist nur die einzige Szene, die ich jetzt noch aus der Nachberichterstattung im Kopf hatte, wo du auch gesehen hast, das war halt auch so, ungeschickt versucht zu schinden, wo selbst wahrscheinlich auf der Tribüne hast du wahrscheinlich gesehen, was macht denn der da unten. Aber gut, so ist es halt. Okay. Ja, der Kommentator bei Sky dachte, es gibt Elfmeter und war, glaube ich, so ungefähr 5 Sekunden vollkommen davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung gewesen wäre. Na gut, einer muss das ja denken. Vielleicht sollte der öfter mal auch die Sache leiten, ja, wenn ich kein Problem mit, ja, wenn er das auch auf dem Platz dann so sieht. Aber gut, ja, es ist halt unglaublich ärgerlich. Wir sind jetzt mittlerweile auf Tabellenplatz 11 gerutscht. Natürlich, wir können jetzt auch definitiv nicht mehr absteigen. Es ist natürlich eine ganz nette Angelegenheit. Können maximal jetzt noch auf den 14. Tabellenplatz rutschen. Aber wenn du dir überlegst, wo du zwischenzeitlich halt standest, dass du zwischenzeitlich mal auf der 3 warst, dann ist das im Grunde einfach sehr frustrierend. Und du Leute, wir sind der 18. Rückrundentabelle. Ne? Wir sind hinter Mainz, hinter Leverkusen. Wir sind 18. Wir sind Letzter mit 12 Punkten und ein Torverhältnis 10-22, also -12. Das ist schon erbärmlich. 3 Siege geholt in der ganzen Rückrunde bis jetzt. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. 3 Unentschieden. Das ist schon, was, wenn du Marvin, da bin ich voll auf deiner Seite. Das regt mich so auf. Du hast so eine wirklich gute Hinrunde wieder gespielt. Ja, genau. Du natürlich, da können wir jetzt auch wieder, da sagt wieder jeder, ach, was labern die denn jetzt wieder mit Fehlentscheidungen? Hast im Winter nicht gekauft, hast verkauft und so weiter und so fort. Wollen wir heute gar nicht drüber reden. Das ist einfach ärgerlich. Das hat mich jetzt auch geärgert, weil alles immer noch so eng ist. Die Tabelle ist ja immer noch, wo du gesagt hast, letzter Spieltag, hättest du gewonnen, hättest du locker noch mit um Europa jetzt wirklich sagen können, es geht noch um Europa. Jetzt, klar, theoretisch ist das immer noch möglich. Es gibt auch so unverbesserliche Optimisten, die sagen, meine Güte, gewinnst du halt die letzten 2 Spiele vorne, verlieren sie noch ein bisschen, bist du immer noch 7. Aber das ist natürlich was, diese Ausgangssituation und gerade auch, der Basti hat es vorhin nochmal gesagt gehabt, jeder Tabellenplatz ist ja bares Geld. Und du versaust es dir und bist hier am Ende wahrscheinlich 13., verlierst im dann wahrscheinlich auch noch das DFB-Pokalfinale und dann gucken wir da und sagen, meine Güte, aus so einer tollen Hinrunde haben wir jetzt Tabellenplatz 13 und nichts weiter gemacht. Also das ist doch scheiße. Ich sehe es ganz ärgerlich, so eine Idee, weil du jetzt gar keinen... Bitte? Für den Merch. Ich hätte so eine Idee für den Merch, der ja sowieso immer nicht so gut ist bei der Eintracht. Ja. So ein T-Shirt mit Wir können nur Hinrunde. Ja, ohne Mist. Oh ja. Die Hinrundengewinner, ja, genau. Hinrundenmeister. Basti, was wolltest du sagen? Ja, das ärgert mich auch im Rückblick. Also da waren viele unglückliche Sachen dabei, viel Unvermögen, eigenes.
Aber die Eintracht muss eigentlich nur eine normale Rückrunde spielen und ist mitten da fett oben dabei durch diese Top-Hinrunde. Und es ist unfassbar eigentlich, dass es wieder so gelaufen ist. Und ich habe es wieder ignoriert und habe wieder Hoffnung gehabt und habe gedacht und hier und da. Und die Eintracht muss ja nicht mal irgendwie 6., 7., 8., 9. dahin in der Rückrundentabelle sein, sondern wenn die Eintracht 12. oder 13. ist, wie es halt normale Leistungen entsprechen würde, dann wäre die Eintracht ganz fett oben dabei, im Europapokalgeschäft dabei. Das ist übel. Das ist genau der Punkt. Sehr gut. Das ist genau das, was du sagst. Die müssen ja noch nicht mal komplett eskalieren. Die müssen ja noch nicht mal 5., 6., 7. der Tabellenrückrunde werden. Einfach nur eine normale, mäßige, typische Eintracht-Rückrunde zu spielen, beziehungsweise eine leistungsmäßig angemessene Rückrunde, aber halt nicht so krass abfallen, wie es jetzt der Fall ist. Das ist erbärmlich. Und das macht mich auch wütend, weil du wieder Chancen komplett verballert hast. Denn seien wir realistisch, natürlich, wenn es nicht klappt, dann hast du halt die Saison als Tabellen 14. vielleicht sogar beendet, wenn du die letzten beiden Partien verlierst und alles andere schlecht läuft. Und du warst im DFB-Pokalfinale, was schön war, was ein tolles Erlebnis war, aber was dich halt auf Dauer... Für, ne? Ja, genau. Wo du, genau. Ja, genau. Nice. Ist es ja. Genau, ja, du kannst man darf aber auch nicht vergessen, ich weiß, dass wir alle sind, aber wir dürfen nicht vergessen, die Eintracht hat gut Asche gemacht damit. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Egal, ob die Eintracht jetzt verliert. Die Eintracht hat auf jeden Fall dadurch ihr Transferbudget enorm erhöht. Ja. Durch diese Teilnahme jetzt. Runde für Runde plus bei dem Finale jetzt dabei. Ich glaube schon, dass die jetzt wenigstens im Sommer 10 Millionen Euro raushauen können. Deswegen. Also das muss man auch festhalten bei aller Angst, die wir vor Dortmund haben. Ja. Kriegen wir auch noch einen Apfel und ein Ei für Seferovic. Ja. Der ist ja ablösefrei, leider. Der müsste ablösefrei sein, ja. Ja, Seferovic ist ablösefrei. Das war der Grund. Hätten wir im Winter noch vertickern müssen, damit wir noch ein bisschen was bekommen hätten. Da den hätten wir im Winter vorher vertickern müssen mit 12 Millionen an Sunderland. Ja. Meine Fresse, ne? Ja. Oder an Gladbach. Genau, irgend sowas. Einfach schnell weg damit, ne? Das ist so ärgerlich. Seferovic, der mal so viel wert war und mittlerweile seinen Marktwert immer weiter runtergetrieben hat. Momentan sind wir noch so bei roundabout 3 bis 4. Wenn die Saison vorbei ist und er dann nicht getroffen hat, dann wird es wahrscheinlich noch weniger. Ganz ehrlich, Sonny Kittel hat bei Ingolstadt mehr Tore in der Rückrunde gemacht als Seferovic in der ganzen Saison. So, das ist doch, also, weißt du. Der hat noch nicht eins gemacht, ne? Und letztes Jahr 2. Ja, ja, genau. Also, ich weiß nicht, ich glaube, er hat in dieser Saison wirklich noch kein einziges Mal getroffen. Und Sonny Kittel hat immerhin schon 2 Tore in der Rückrunde für Ingolstadt geschossen, ja? Also, ich meine, das ist jetzt kein Vergleich. Und unter anderen Voraussetzungen ist auch ein bisschen fies, wenn ich mit solchen Dingen komme. Ich denke, Sonny Kittel hätte uns jetzt in dieser Situation eigentlich auch kaum geholfen. Außerdem ist seine Mannschaft ja auf Tabellenplatz 17, wenn ich das richtig sehe. Also, insofern ist es jetzt auch nicht, ich würde da jetzt nicht tauschen wollen. Aber es zeigt sich einfach, dass wir echt kaum Leute haben, die irgendwie mal wissen, womit das Tor, wo sie das Tor reinzuschießen haben. Also das ist halt echt schlimm, wenn du dir überlegst, dass der Tabellen-Torschützen-Zweite bei uns der Meier ist, der irgendwie nur 20 Spiele gemacht hat. Ja, dann weißt du halt auch, wie der Wind weht. Ne? Das ist echt schwierig momentan. Ich habe auch ehrlich gesagt kaum eine Lösung, wie wir da auch rauskommen sollen. Ich weiß auch nicht, was Kovac noch machen soll, weil ich habe das Gefühl, dass mit der Mannschaft, du hast jetzt gegen Wolfsburg gesehen, vielleicht sind wir auch echt an unsere Grenzen angelangt. Wie seht ihr das? Mit was an Grenzen angekommen? Ja, also, dass die Eintracht irgendwie, dass auch Kovac oder wir alle an unsere Grenzen gekommen sind. Ich weiß nicht, was die Mannschaft noch machen soll, beziehungsweise was der Trainer noch verändern soll, damit es plötzlich wieder einen Offensivdrang gibt. Ich weiß es nicht. Ich denke, der Kovac hat schon genau das Richtige gemacht und hat es massiv angekreidet, dass die Spieler diesmal wirklich, ich sag mal, schuld waren. Normalerweise nimmt er ja immer alles auf sich. Ne? Stimmt, sagt, kommt, die Spieler können nichts dafür, haben alles gegeben, das Pech hat gefehlt, an der einen oder anderen Stelle habe ich einen taktischen Fehler gemacht, vielleicht auch mal falsch gewechselt. Das gibt er ja wirklich offen zu, er ist ja da sehr transparent. Mhm. Diesmal muss man sagen, hat er gesagt, hier, Leute, ist eine Unverschämtheit, was habt ihr da auf dem Platz gemacht? Ich will nicht wissen, was da in der Kabine auch dann abging. Und ich denke, das ist der erste Weg, dass du auch wieder die Spieler ein bisschen aufrüttelst und auch nochmal sagst, Leute, die Saison ist noch nicht fertig, 3 Spiele in der Bundesliga müsst ihr noch machen, beziehungsweise 2 in der Bundesliga und eben das Pokalfinale. Und ich denke, da haben wir schon den richtigen Trainer auch wieder für die Situation, um da auch nochmal einen Ruck zu entfachen. Trotzdem, also ich denke, mehr kann man nicht machen, außer zu sagen, klar, die Fans, ich weiß nicht, wie die Stimmung am Samstag im Stadion war,
Das könnt ihr beide wahrscheinlich eher mal sagen, Anna und Basti. Ansonsten denke ich, wird auch dass die Stimmung gegen Leipzig wird schon noch mal richtig kochen und da ist auch, da gehe ich auch von noch aus. Was drin. Ja, Stimmung können wir ja später noch mal nach dem, also am anderen Thema drüber sprechen, weil da gab es ja auch so kleine Reibereien in den Blöcken, so ein paar Schlägereien sogar. Okay, das können wir wirklich, würde ich sagen, echt gleich anführen. Wollen wir das jetzt im nächsten Themenblock machen? Dann würde ich sagen, lassen wir Wolfsburg jetzt mal Wolfsburg sein. Also ich denke, man kann schon festhalten, dass es ja enorm einfach ärgerlich ist, ne? Weil die Eintracht sich schon wieder negativ im Abstiegskampf irgendwie einen Namen gemacht hat und jetzt jemandem eine halbtoten Figur wie dem VfL Wolfsburg wieder zu 3 Punkten verholfen hat. Ich denke, das müssen wir jetzt echt abhaken unter ärgerlich und ich hoffe sehr, dass die Eintracht in dem nächsten Spiel, was wir dann, worauf wir gleich dann noch zu sprechen kommen, das nicht wiederholt. Okay? Ja. Yes. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz die aktuelles Rubrik. Basti, du hast jetzt angefangen, von der Stimmung zu reden. Ich denke, das können wir jetzt gleich darunter mal packen. Was war da denn los? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz habe ich es auch nicht mitbekommen. Was jetzt genau der Auslöser war, aber es gab, also wie ich jetzt gehört habe, ist alles jetzt, wie gesagt, alles nicht wasserdicht, aber ich habe es gehört habe, gab es Diskussionen zwischen den Ultras, also Martin Stein vorne und ein paar oben auf den Sitzplätzen und auch vom Oberrang, wo es darum ging, dass ganz, ganz viele in der 85. Minute nach Hause gegangen sind. Und die haben sich dann lautstark darüber beschwert, da gab es auch intern Diskussionen zwischen Leuten, die nebeneinander standen und dann ging es halt darum, dass sie so, der Tenor war so, ja, jemand, der in der 85 Minuten nach Hause geht, der braucht auch sich in Berlin nicht blicken lassen, so in der Art. Gab es ein paar Wortgefechte und dann bin ich rausgegangen und dann gab es ein paar Szenen, wo mehrere Leute irgendwie aufeinander zugerannt sind und sich dann eigentlich so ein bisschen geprügelt haben, da an der Treppe. Die Ordner haben zugeschaut, war auch ganz lustig. Ach was, okay. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, welche Seite welche Meinung jetzt vertreten hat und wer da jetzt angefangen hat, auf wen loszugehen, weiß ich gar nicht, will ich auch nicht bewerten, ist mir auch eigentlich egal. Aber auf jeden Fall gab es heftige Diskussionen, die auch das Thema Pokalfinalkarten betroffen haben und auch dann quasi die mangelnde Unterstützung oder die vereinzelten Pfiffe ob der Leistung gegen Wolfsburg, weil ich glaube, dass die Ultras es so sehen von wegen, Leute, es hilft alles nichts, wir müssen die Mannschaft trotzdem unterstützen, auch wenn die so krass müde sind, dass sie quasi so eine, glaube ich, so eine gewisse Dankbarkeit spüren, dass wir jetzt alle nach Berlin fahren dürfen und das in Gladbach erleben durften, zu sagen, okay, wir verzeihen euch das heute und wir unterstützen euch weiter, was ich prinzipiell sogar gut finde. Ja. Weil ich auch nichts davon halte, zu sagen, okay, wenn die so grottenschlecht sind und das ist jetzt das erste Spiel seit längerem, wo die Eintracht wirklich grottenschlecht war, da bin ich auch einer, der, deswegen bin ich auch nicht so krass sauer wie sonst, wenn die Eintracht alles verkackt, der sagen kann, okay, das stehen wir euch jetzt mal zu, kann sein, dass es nächste Woche wieder passiert. Und die Eintracht-Fans sind dann welche, die pfeifen erst nach. Die Eintracht-Fans pfeifen, glaube ich, wirklich erst, wenn die merken, dass das die Mannschaft irgendwie charakterlich Schwächen aufweist, die dazu führen, dass sie keinen Bock mehr haben. Oder dumme Sachen machen. Oder. Und ich glaube, soweit ist es mit dieser Mannschaft und mit dem Trainerteam trotzdem immer noch nicht. Das ist keine Mannschaft, die ich vergleichen würde unter einer Mannschaft unter Skibbe, Fee oder Schaf. Dieses Gefühl habe ich auch. Und ich glaube, dass die sich dann aufgeregt haben über die Leute, die richtig sauer waren und die dann 85 Minuten nach Hause gegangen sind und gesagt haben, ach, lasst uns doch in Ruhe und scheiß Eintracht und bla bla. Und ich glaube, darum ging die Diskussion, dass man sagt, hier Leute, wenn ihr das so seht und wenn ihr dann die Mannschaft in der 85 Minute verlassen wollt, dann wollen wir euch in Berlin auch nicht sehen. Und dann hat wahrscheinlich ein Wort zum anderen geführt und dann, wie das halt so ist, war, es gab auch Alkohol im Stadion, also meine Güte. Also. War ja kein Gefahrenspiel, ne? War kein Gefahrenspiel, hatte man vielleicht noch nicht mit gerechnet, dass sie sich dann untereinander anfacken, aber was ich auch sagen will, man darf jetzt auch nicht übertreiben, ich habe auch gelesen, es gab Jagdszenen und meine Güte. Also man sollte mit diesem Vokabular aufpassen, es gab ein paar Auseinandersetzungen, wo teilweise auch geschubst wurde, wie man nennt, aber es waren mit Sicherheit keine wilden Jagdszenen von Terrorfans, die dazu geführt haben, dass eine Massenpanik ausgebrochen ist. Also alles ruhig bleiben, Leute, gell? Ganz so dramatisch war es also wirklich nicht, ja, okay. Ich hatte Ähnliches zum auch. Zum Thema Stimmung kann ich noch sagen, meine Eltern hören ja wieder zu, ne, mit dem Hund und so, hallo. Hi. Und meine Mutter schickt mir immer schön brav WhatsApp zu allem, was wir so reden. Okay. Sie hat gerade geschrieben, dass mein Vater nach dem Spiel seine Fahne runtergenommen hat. Oh, okay, also, alles klar.
ist ernst. Aber gut. Wir sollen aufpassen, sonst komme ich gleich zu dem, gell? aber mein Vater hat auch noch die einzige Meisterschaft miterlebt. Das heißt, er leidet schon sehr, sehr lange. Oha. Und ich glaube, das Fass ist voll. Mein Aufruf ist trotzdem, weil du jetzt gerade sowas aus dem Leben erzählst und ich kann es auch nachvollziehen, mein Aufruf ist trotzdem an alle. Egal, was jetzt gegen Mainz auch passiert und vielleicht auch gegen Leipzig. Mein Aufruf ist, wir können alle, ich werde auch sauer sein, aber nach dem Pokalfinale dann, wenn wir so ein abschließendes Fazit machen und sagen, wie die Eintracht Pokalfinale von uns 14. gewonnen hat, wenigstens ein bisschen Geld gemacht, dann werden wir das alles einordnen. Ich bitte trotzdem alle Fans, probieren das zu ignorieren, weil diese Mannschaft hat nicht so viele Scheißspiele gemacht. Wir haben jetzt, wenn die jetzt alle drei Spiele verlieren, hat die Eintracht drei Scheißspiele hintereinander gemacht. Und die Rückrunde ist echt unglücklich verlaufen, aber nicht nur wegen der Eintracht. Und ich bitte trotzdem, dass die Leute, und das werden die meisten auch machen, dass wir trotzdem mit so einem geilen Spirit, wir sind die Frankfurter, wir fahren nach Berlin und werden Dortmund zeigen, dass sie doch nicht die besten Fans der Liga sind, sondern wir. Und ich hoffe auch, dass die Leute sich untereinander vertragen. Dass wir trotzdem sagen, dass wir uns wir dürfen uns das Pokalfinale nicht kaputt machen lassen, Leute, weil so schnell werden wir dort nicht mehr auftauchen. Ja, das ist genau richtig. Passiert. Ich finde es gut. Nein, das ist ja auch, also das ist ja genauso also, wie Vater, ich am Samstag. Die fahren wieder raus. Das ist ja genauso wie ich natürlich am Samstag um 15:30 auch nicht was anderes machen werde. Ich bin ja ich war auch jetzt nur auch die, gar nicht so gemeint. Ich bin ehrlich, ja auch nur die Tochter von meinem Vater und dann guckt auch wieder und der wird auch Berlin gucken und man kennt sich. Ist ja vollkommen okay. Ganz ehrlich, wir verstehen ja auch alle diese emotionale Spirale. Wie das halt so ist, ist halt schon Eintracht. Ne? Und dass er einer der Leute ist, die die Meisterschaft noch gesehen haben, der weiß wenigstens, dass es auch wirklich gut laufen kann bei der Eintracht. Ja, da sind viele. Ja, er war ganz klein, aber er Das lassen wir trotzdem mal zählen. Ja, es gibt aber sehr viele, so gerade so die 2000er Generation, die weiß eigentlich gar nichts Positives mehr, ja. Und ehrlich gesagt habe ich so viel. Woran halten die sich fest? Ja, die halten sich an Aufstieg und Abstieg so fest und so. Das ist natürlich dann und halt einmal Europacup oder so, ja. Also selbst das ist ja dann schon, dann waren die auch meistens wahrscheinlich nicht dabei. Also so 13, 14, naja gut, wie jetzt nicht sagen, kann ja jeder machen, wie er will, aber ist ja schon für die, ich bin jetzt Generation 84 und auch bei mir fällt es schon teilweise schwer, ja, weil die Pokalsiege, die danach kamen, die habe ich halt eher nicht so wirklich erlebt und ansonsten, naja, das sind ja auch, ist ja auch so eine Leidensgeschichte, wenn du dann irgendwie großer Fan von Andi Köpke bist und der dann einen Verein verlässt und dann die Eintracht absteigt und so, ja, aber gut, das alles eine andere Thematik, aber es ist natürlich nicht einfach und jetzt hat der Basti einen guten Punkt genannt. Wir dürfen das uns auch nicht alles kaputt machen lassen und auch unter den Fans nicht, denn es ist natürlich wichtig, dass wir mit 20 plus 1000 nach Berlin fahren und diesen magischen Abend erleben, der dann auch wirklich zu einer besonderen Sache werden kann. Und ich denke, und ganz ehrlich, ich sage euch mal eins, jetzt, wir haben jetzt noch ein paar Wochen vorher, aber ich werde ein, zwei Tage vorher oder drei, vier Tage spätestens werde ich nochmal ordentlich die Trommel rühren, denn ist egal, wie die letzten beiden Spiele ausgegangen sind, sondern habe ich mir schon vorgenommen, hier so ein paar Mythen wieder rauszuholen, ja, im Zweifel, wenn es irgendwie nur die Möglichkeit gibt, dass Alex Meyer im DFB-Pokalfinale irgendwie auflaufen könnte, dann werde ich genau das wieder spinnen und wir denken, ja, passt mal auf, liebe Dortmunder, ja, ihr kennt ja den Alex Meyer und so. Genau an solchen Dingen müssen wir uns dann auch festhalten und dann bricht die ganze Negativität, bringt nichts. Wir dürfen uns nämlich nicht in eine gleiche Spirale bringen, wie das Dortmund momentan macht. Wenn du dir nämlich aktuell anschaust, wie die tabellarisch eigentlich in welcher guten Position sind und was die für einen feuerroten, flammenden Baum mittlerweile in ihrem eigenen Gehege haben, da frage ich mich, was bei denen eigentlich los ist. Ja, finde ich gut, dass du es nochmal gesagt hast und ich werde dich da mit unterstützen. Das ist gut. Das Obergemaule verschieben wir mal auf den 28.05. Ja, du, das ist ja dann auch okay. Dann kommt die Endabrechnung. Das können, glaube ich, auch alle Eintracht-Fans aushalten, das nochmal drei Wochen runterzuschlucken. Man muss auch nicht, ich kann das verstehen, aber man muss auch. Du, ich war auch sauer, mega sauer. Ich habe, dass wenn die Eintracht in Mainz verliert, dass die Stimmung scheiße ist. Da habe ich keinen Bock drauf, weil das die Stimmung unter den Fans trägt auch dazu bei, wie die Mannschaft sich fühlt. Mhm. Und es ist. Ich weiß, dass es nicht egal ist, was jetzt passiert und ich hoffe auch, dass die Eintracht sich zusammenreißt, aber wenn das nicht passiert, haben wir trotzdem noch ein Spiel und da können wir trotzdem noch in den Europapokal einziehen, weil wenn ich jetzt hier sage, es kann passieren, dass die Eintracht am Ende mit gar nichts dasteht, kann es aber auch da sein, dass die Eintracht am Ende mit allem dasteht. Also, wenn die Eintracht diesen fucking Pokal holt, dann war das die beste Saison seit ewigen Zeiten. Genau. Und so ist es. Das ist immer noch drin und ich habe keinen Bock, dass die Leute mit Angst nach Berlin fahren, sondern ich will, dass die Leute Bock haben, noch was
starten. Und ich habe ja auch am Samstag getwittert, es kann alles scheißegal sein. Die ganzen letzten drei Spiele können alle egal sein, wenn wir dann den Pokal holen. Ne? Also insofern, es ist halt auch genauso. Da spricht halt auch keiner mehr drüber. Man muss halt nur Dinge einfach im Kopf behalten und bei einer neutralen Analyse, versucht neutral, natürlich sind wir nicht neutral, am Ende der Saison, wenn alles gelaufen ist, werden wir auch darüber sprechen, wie die letzten Partien so gegangen sind. Aber ihr habt es ja eben schon angesprochen, lasst uns mal ganz kurz, wir werden einen zweiten Teil von Aktuelles, werden wir dann nochmal danach schieben. Ich würde aber jetzt ganz gerne erstmal mit euch über Mainz sprechen. Mainz, die momentan auf Tabellenplatz 15 sind, mit 34 Punkten und genau sich in einer solchen Situation befinden, wo ich froh bin, dass die Eintracht da nicht mehr reinrutscht, also Abstiegskampf im wahrsten Sinne des Wortes, punktgleich mit dem Tabellen 16. Hamburger SV, 2 Punkte Abstand zu Wolfsburg, die ja bei uns traurigerweise gepunktet haben, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe. Ja, gegen Mainz eine traditionell schwierige Partie, aber wenn wir uns mal so die Gesamtbilanz anschauen, muss man sagen, 5 Siege für Mainz, 5 Siege für die SGE, 7 Unentschieden, insgesamt 22 Tore in den letzten Partien. Das klingt jetzt ehrlich gesagt gerade nach einem Unentschieden, wenn ich das so erzähle, auch wenn ich ganz gerne 3 Punkte hätte. Wie seht ihr denn momentan die Situation? Das ist aber die Bilanz, die du gesagt hast, ist allgemein nicht in Mainz, oder? Das ist die Allgemeinbilanz, richtig, okay, ja. Okay, weil ich kann mich außer an so ein 3-3, glaube ich, wo Korkmaz sogar noch ein Tor geschossen hat, bin ich, glaube ich, immer in der 70. Minute aus dem Stadion gegangen nach Mainz. Hoffentlich verprügelt mich jetzt keiner. Aber ich hatte immer so einen Hals, weil irgendwas dort passiert ist. Und die Eintracht hat da nie gut ausgesehen irgendwie, keine Ahnung. Also Leute, wir sind doch super leicht zufriedenzustellen. Wir wollen eine kämpferische Leistung sehen. Wir wollen sehen, dass die Mannschaft richtig Bock hat. Und klar will ich auch sehen, dass sie Punkte mitbringen. Aber wenn es da nicht so ist, ist glaube ich auch immer noch so, dass wir sagen, okay, abhaken. Nur die Mannschaft muss wieder zu den alten Tugenden zurückkommen, dass sie wirklich Power geben und dass sie Vollgas geben. Ich denke, gegen Mainz ist wirklich auch was drin. Bei denen ist jetzt, ich hoffe, dass es diesmal auch so läuft, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, gegen Wolfsburg, nämlich Mainz muss gewinnen. Für uns ist es im Endeffekt wieder ein Bonusspiel. Können wir gucken, ob wir was mitnehmen. In Mainz, glaube ich, war es wirklich immer recht schwierig, Punkte zu holen. Ich weiß nicht, die Statistiker werden da sicherlich auch was zu sagen haben, aber müssen wir da einfach nochmal gucken, wie das läuft. Ich denke, irgendwann muss der Knoten mal wieder platzen vorne. Vielleicht geht es gegen Mainz mal. Mhm. Hat einer von euch eine Strategie oder sieht das alles eher sehr nach Hoffnung aus? Na, Abraham wieder in der Abwehr, da ist ja hinten schon mal auf jeden Fall ein bisschen beruhigter zu spielen. Ja, also ich meine, was wir hier natürlich aktuell feststellen, ist bei der Eintracht, dass die natürlich immens ersatzgeschwächt ist. Ne? Wenn wir uns die ganze Zeit, wenn jeder auf die Eintracht draufhaut, dürfen wir nicht vernachlässigen, dass unglaublich viele Stammkräfte bei der Eintracht auch aktuell einfach nicht verfügbar sind. Ne? Wir haben zuvor über Vallejo gesprochen, Mascarell, Hasebe, das sind einfach wirkliche Stammspieler, die momentan nicht verfügbar sind. Und natürlich hast du da vorne Alex Meyer. Und die werden auch alle jetzt noch gegen Mainz ausfallen. Die Frage ist halt, können wir mit einer guten Konstitution, die Eintracht hatten nicht diese Abstiegssorgen wie Mainz, können wir da Mainz Paroli bieten? Und ehrlich gesagt waren die letzten Spiele der Mainzer ja auch nicht gut. Ne? Also wir brauchen jetzt nicht so denken, als wären die jetzt unschlagbar. Die haben jetzt 0-0 gegen HSV gehabt. Okay, das war... Ja, das war ein grausames Spiel, wer das sich angeguckt hat. Aber wir haben zuletzt zu Hause gegen Mainz, gegen Gladbach verloren. Also die sind nicht wirklich gut im Laufen. Und da sind auch viele Spiele, die weit unter ihren Qualitäten aktuell zurück sind. Ja, ich denke, da ist trotzdem was möglich, oder Basti? Ich denke es auch. Und ich würde sogar mit derselben Aufstellung dorthin fahren, wie wir jetzt hier gespielt haben. Mhm. Und weil es für mich trotzdem noch das Beste ist, was wir haben, leider. Und einfach darauf hoffen, dass dieser Knoten, was er denn sagt, platzt und gegen eine Mainzer Mannschaft. Ich glaube, die Eintracht muss sich wieder ins Bewusstsein rufen, dass es für Mainz um mehr geht als für uns. Ja. Und nicht das Gefühl hat, die könnten da großartig was verlieren, weil im Endeffekt muss Mainz liefern. Und die Eintracht kann sich das entspannt anschauen und die sind auch nicht so stabil. Also die haben auch ganz viele Dellen in ihrer Saison. Und die werden auch anfangen zu zittern, wenn die Eintracht dort in Führung geht. Und da werden auch nicht wenige Fans mitfahren von Eintracht. Und stimmungsmäßig ist Mainz jetzt auch kein beeindruckendes Stadion. Das wird ähnlich wie in Hoffenheim werden. Und wenn die Eintracht das mal mitnimmt und trotzdem sich die Zuversicht bewahrt, kann die Eintracht dort auch gewinnen. Das muss man sich immer, man darf sich gar nicht so blenden lassen von so einer Sache, dass man denkt, oh, wir geraten jetzt in so einen Strudel. Nein, du fährst dahin und Kovac ist trotzdem der Richtige für sowas. Ja. Der wird jetzt nicht ins Lamentieren fallen, sondern wird sagen, Leute, Brust raus, ihr habt's verkackt, dann regelt jetzt hier wieder. Und wenn Robert Kovac irgendwelche
Diebe verprügeln kann, dann kann die Eintracht auch in Mainz gewinnen. Also ich habe nur gerade gelesen, dass Seferovic und Stendera heute Morgen das Training abgebrochen haben. Mhm. Was mich jetzt etwas sorgenvoll stimmt. Ja, gerade Stendera, der ja eigentlich wieder ganz gut zurückgefunden hat in den letzten Wochen, ne? Aber bei ihm macht wohl wirklich auch das operierte Knieprobleme. Das ist natürlich dann wirklich schlecht. Ja, das, da müssen wir abwarten. Das ist natürlich echt ein Problem. Aber andererseits darf man auch nicht vernachlässigen, dass eben nochmal zu der Causa Kovac, die Eintracht lässt momentan wieder extrem krass trainieren. Also ich glaube, heute waren es, glaube ich, eine Trainingssession von über 2 Stunden, wenn ich das richtig gesehen habe, was auch nicht im Saisonfinish auch nicht so total üblich ist. Also die gehen auch schon wieder Vollgas. Ne? Und das ist auch so ein bisschen eine Konsequenz, glaube ich, aus den letzten Spielen, die nicht ganz so gut waren. Und ich glaube, da ist es gerade für Leute, die jetzt wieder sich rangewöhnen, wie Stendera vielleicht früher so, aber es trotzdem muss man beobachten, weil wenn Stendera ausfällt, wäre es natürlich mit der Aufstellung halt so erstmal wieder schwieriger, ne? Ja, ja. Da bin ich voll bei euch. Ich würde halt auch, ich hoffe ja, dass wir tatsächlich ein bisschen versuchen, diesen Konterfußball wirklich dann auch in Mainz, die Mainzer im eigenen Stadion irgendwie auszukontern. Und frag mich halt, ob der Hagota der richtige Stürmer ist, aber eigentlich schon, ne? Du hast ja keine Option. Aber du kannst nur sagen, Seferovic. Also wenn Seferovic. Ja, musst du mit einem von denen oder ist dann vielleicht Blum ein spritzigerer Spieler oder lässt du Tawata mal ganz vorne spielen, wenn du von der Ausstellung her ein bisschen anders machst? Also, ich würde da wirklich gerne mal einen Spieler sehen, der wirklich spritzig ist, der durch die Linien mal ein bisschen Tempo hat. Es fehlt mir wirklich die letzten Spiele auch. Wenn du so Konterchancen hattest, hast du immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, na, so wirklich die Spritzigkeit hat da teilweise gefehlt. Ein Hagota hat er auch teilweise wirklich dann nicht so, in meinen Augen zumindest, die beste Figur gemacht. Auch wenn ihr völlig recht habt, er ist schon jemand, wenn er vorm Torwart ist, der einen guten Schuss hat und auch, ja, ich sag mal, technisch da was drauf hat. Weiß ich nicht, ob nicht vielleicht mal sowas auch eine Möglichkeit wäre, was zu machen. Weil ich denke, die Mainzer müssen Vollgas geben. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, wirklich ein bisschen auf Konter zu gehen. Und dementsprechend natürlich dann sollten wir auch entsprechend aufstellen, auch wenn natürlich die Mannschaft jetzt nicht die riesige Auswahl gibt. Ich weiß nicht, vielleicht ein Barkok auch ganz vorne mal spielen lassen. Ich weiß es nicht. Barkok. Ich finde die Idee mit Barkok insofern nicht verkehrt, weil du der ist halt relativ schlaksig, ne? Also ist jetzt nicht so der größte Spieler, also nicht so der gewichtigste Spieler, aber vielleicht wäre der insofern ganz gut, weil er für die eine oder andere gefährliche Situation durchaus sorgen kann und im Zweifel besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass er dann mal unglücklich gestoppt wird und dann das vielleicht im 16er. Also vielleicht muss man damit wirklich mal arbeiten, denn die Frage ist halt, Hagota hat in den letzten Spielen halt wirklich fürchterlich Fußball gespielt. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, wo man sagt, okay, wir müssen das vielleicht mal probieren. Anna, was sagst du dazu? Würdest du damit gehen oder würdest du sagen, nee, lasst uns schon Seferovic oder Hagota da wieder an die Sturmspitze setzen? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, Barkok ist so ein bisschen raus. Ja. Also aus dem ganzen Spielfluss irgendwie. Ich weiß auch nicht so recht, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist halt so Hit or Miss, ne? Also ich meine, er kann natürlich funktionieren und am Ende ist er wieder das Geniekind, Hashtag 439. aber es kann natürlich auch überhaupt nicht funktionieren. Also ich bin echt einfach ratlos. Du würdest wahrscheinlich bei Hagota bleiben oder Seferovic stellen, wenn der fit sein sollte? Ich würde nie Seferovic stellen. Sorry, ich kann da einfach nicht aus meiner Haut. Ja. Also, na, ist auch okay, ja. Aber es ist so krass. Nicht, der Ricotta ist halt irgendwie, ich habe da noch nicht aufgegeben. Okay. Ja, du, also dann passt du dich dem Basti an, der ja auch sagt, nee, also Hagota im Zweifel nochmal geben. Ja. Ne? Ja. Okay. Und ansonsten Aufstellung so lassen oder würdet ihr großartige Änderungen vornehmen? Hector ja, dann Abraham dementsprechend raus, rein, ne? Genau. Hector ja. Raus, ja. Mhm. Varela hat ja beim letzten... Warte mal. Also ihr würdet dann mit Oczipka und Abraham... Aber ich würde Chandler von der 6 runterholen, auf jeden Fall. Mhm. Ich eigentlich auch und eigentlich muss ich wirklich sagen, Oczipka würde ich auch lieber wieder auf der Linken sehen und da war der vielleicht ein bisschen vorgezogen dann. Dann würde eigentlich ein Hector mit drin bleiben. Okay, alles klar. Das heißt, Oczipka linker Verteidiger, dann hast du dann Hector drin und hast Abraham drin. Ne?
Und das heißt, Chandler wieder rechts. Als rechts und dafür rotiert dann Varela raus im Endeffekt. Ja. Okay. Hm, Varela. Dann eher noch für Stendera auf die 6 stellen. Ne? Mhm. Okay, alles klar. Okay, das gut, das, so könnte man es dann machen. Offensiv bleibt dann alles beim Gleichen, beim Rebic, Rogota, Fabian und Stendera und Gacinovic dann. Ne? Falls, ja. Ja, okay. Gut, ja, genau. Also das wäre eine Option. Wir haben ja auch nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie vorhin schon angedeutet. Zuletzt war immerhin Jan-Erik Gesel mal wieder auf der Bank, ja, den man sonst ich gar nicht mehr gesehen hat. Ich habe gesehen, dass er wieder da ist. Ja, das ist unfassbar. Aber was mich auch immer wieder wundert, wenn du überlegst, Haris Seferovic, das kommt mir so vor, als wäre er schon seit Lebtag irgendwie bei der Eintracht. Der Junge ist halt auch erst 25, ne? Ist schon absurd eigentlich. Das stimmt, ja. Der kam jung. Der sieht auch schon total verlebt aus. Sieht ja schon aus, als hätte er sonst was hinter sich, ja, und irgendwie 40 Jahre Bundesliga. Also so ganz so schlimm ist es noch nicht. Naja, gut. Aber also, der war doch schon bei relativ vielen Vereinen, ne? Und ja. Ist da ja auch und hat immer nicht überall so das gleiche abgezogen wie bei uns. Der hat überall dasselbe abgezogen. Ein gutes Jahr, tschö. Ja. Ja, es ist ein bisschen, bisschen schwierig. Aber gut, dann würde ich sagen, hole ich mal eure. Bitte? Wir haben ein glückliches Händchen bei dir gehabt. Oh ja, da. Ich egal. Ich werde gleich noch die Stürmer-Thematik ansprechen, keine Angst. Weg damit. aber dann will ich noch mal ganz kurz eure Tipps einholen für das Spiel gegen Mainz. Irgendjemand muss beginnen. Dennis. Gut, fange ich an. Ich sage, wir machen ein Kontertor 1-0 für uns. Mhm. Ich sage 2-1 für die Eintracht. Geil. Mhm. Ja, 2-1 für die Eintracht. Okay. Zwangsoptimismus. Ja, dann machen wir das doch, dann mache ich das doch auch. 2-1 für die Eintracht, jetzt ist aber Schluss mit lustig, kein Grießkram mehr. Denn wenn wir die Eintracht jetzt einmal wieder einen Sieg geholt hat, dann ist mir das dann auch komplett egal, wie es weitergeht. Ich will jetzt, dass die Eintracht irgendwie wieder dieses Erfolgserlebnis zurückholt und dann, dass wir auf die Zielgerade Richtung Berlin mit ein bisschen mehr Euphorie starten. Und ganz ehrlich, für wichtig ist es wirklich, sich nicht wieder als Punktelieferant darzustellen, weil mir reicht's langsam. Ganz ehrlich, die ganzen Mannschaften, die momentan da unten stehen, da habe ich kein Problem damit, wenn die absteigen. Ich habe mit keiner Mannschaft da unten ein total tödliches Problem, wenn sie absteigen. Natürlich wird es mir leid tun für den HSV. Aber ganz ehrlich, der HSV hat es also seit vielen Jahren irgendwo auch verdient. Die wurschteln sich seit ewigen Zeiten da unten rum und trotz viel Geld, was die ausgeben, kriegen sie es nicht hin, sich mal anders tabellarisch zu positionieren. Ja, bei Mainz ist halt Mainz, Mainz bleibt Mainz und Mainz bleibt halt auch nicht der große Freund der Frankfurter Eintracht. Und deswegen auch kein Drama. Und selbst wenn Wolfsburg da nochmal unten ganz unten reinrutscht, muss man auch sagen, jetzt auch nicht so schlimm. Und deswegen will ich, dass die Eintracht jetzt endlich aufhört, sich hier als Punktelieferant zu generieren und gegen Mainz endlich wieder mit Bissigkeit zeigt, dass die Frankfurter Eintracht die Punkte auch bei sich behalten kann. Ja. Gut, dann will ich noch mal ganz kurz zur Rubrik Aktuelles gehen. Diana hat es ja eben schon angesprochen, so mit Stürmern und so ist ja nicht immer so ganz so easy. Und weil das ja bei der Eintracht nicht so ganz so einfach ist, hat man sich gedacht, naja gut, wir haben ja ein paar gute Jugendstürmer, die geben wir dann die auch noch gleich weg. Bitte? Ja. Die geben wir auch noch gleich weg. Und zwar mit dem Malik Kara Ahmed, ein junger Spieler, U17, hat insgesamt 16 Tore in nur 20 Spielen geschossen. Und der hat sich jetzt die glorreiche Idee gehabt, beziehungsweise die Eintracht hat ihn wieder leichtfertig gehen lassen. Der geht jetzt zu dem Drittligisten nach Karlsruhe und wird dort wahrscheinlich irgendwo, vielleicht dann schon bei der U21 oder so, was weiß ich, spielen. Vielleicht auch schon langsam im Profikader rangeführt, wer weiß das schon so genau. Aber auch hier wieder stellt sich die Frage, was macht die Eintracht eigentlich in der Jugendarbeit, wenn du siehst, dass du gute Stürmer hast, warum lässt du die gehen? Das verstehe ich nicht. Ja, eigentlich bin ich jetzt wieder versucht. Grüße auch an den Erkan, der uns das, ich habe es durch ihn bei Twitter überhaupt erst entdeckt. Ja. Und ich bin jetzt wieder natürlich versucht, über die Eintracht zu schimpfen, weil die kriegen das nicht gebacken. Ich kenne allerdings überhaupt keine Hintergründe. Das muss ich jetzt dazu sagen. Es kann natürlich auch sein, dass das ein Spieler ist, der den Sprung nie, also der keine Geduld hat. Es gibt ja auch Jugendspieler, die wollen dann zu früh und gehen dann zu irgendwelchen Vereinen, die denen schon irgendwie viel Geld bieten und sagen, ja, du spielst bald schon erste Mannschaft, wo er dann denkt, okay, realistisch ist dritte Liga. Das kann ich aus Spielersicht sogar teilweise nachvollziehen, weil du nie weißt, ob und wann du den Sprung schaffst und wenn dann ein Profiverein, in Anführungszeichen, wie soweit man wie man das bei Karlsruhe überhaupt noch sagen kann, anklopft, dass du dann denkst, okay, hier ist jetzt direkt vielleicht die Durchlässigkeit höher, als dass ich jetzt bei der Eintracht noch 3 Jahre warte. Kann ich nachvollziehen, bin allerdings skeptisch, ob das wirklich genau so war und habe ein bisschen Angst,
dass die Eintracht das auf Strecke nicht gebacken kriegt, den Spielern immer wieder zu zeigen, hier Perspektive XY, weil eigentlich müsste sie es ja gut zeigen können, weil, wie du sagst, die Eintracht ist ja auf Jugendspieler angewiesen. Eigentlich müsste die Eintracht der Verein sein, wo Jugendspieler am liebsten hingehen wollen, weil die wissen, okay, die erste Mannschaft, die haben nie viel Geld, die können uns keine Stars kaufen, die uns vor die Nase setzen können. Eigentlich müsste die Eintracht Paradies für junge Spieler sein, wenn du siehst, wie Vallejo sich entwickelt hat. Und aber irgendwie kriegen wir es nicht hin, weil du hast ja wirklich nicht dieses Ding. Wenn ich ein Jugendspieler wäre, würde ich im Leben nicht nach Wolfsburg gehen, weil ich weiß, wenn die dann scheiße spielen, holen die für 40 Millionen neue Spieler und ich bin dann Kaderspieler Nummer 56. Mhm. Aber bei der Eintracht ist es ja nicht so. Bei der Eintracht brauchst du als Jugendspieler keine Angst haben, dass dir Mods-Leute vor die Nase gekauft werden, die über 3 Millionen Euro kosten. Wo sollen die herkommen? Also, dann müsstest du doch denken, gut, probier's hier und du bist einigermaßen prominent noch, wenn du in Frankfurt Welle machst. Also, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, kenne aber, wie gesagt, da zu wenig Hintergründe, als dass ich jetzt sagen könnte, das läuft so und so. Das ist ja aber, verhält sich aber mit Sicherheit anders als ein Transfer zu Red Bull Leipzig, wo man sagen kann, gut, die haben wahrscheinlich mehr Geld gezahlt. Weil das Karlsruhe als viel Geld zahlt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte es mir höchstens so erklären, dass der Spieler denkt, die Chance, dass ich jetzt schnell dritte Liga spiele, die ist sehr hoch bei einem Verein, wie der KSC dann aufsteigen will. Und da bin ich, zack, in 2 Jahren bin ich in der zweiten Liga schon, was bei der Eintracht vielleicht 4 Jahre gedauert hätte. Und ich weiß nicht, ob ich mich in den 4 Jahren dann vielleicht nicht verletze und dann komplett von der Bildfläche verschwinde. Das ist der einzige Erklärungsansatz, den ich habe, den ich aber auch irgendwie glauben will, weil ich keinen Bock habe, immer so auf die Eintracht zu sein. Ja, aber wir wissen halt auch wirklich nicht, wie es ist. Also das ist halt auch der Punkt, haben wir keine Hintergründe, aber das ist halt so, was wir jetzt aktuell nur sagen können, dass halt uns da ein Jugendspieler wieder verlässt, was sehr ärgerlich ist. Und im Gleichzug können wir aber auch aktuell eigentlich kaum was in Sachen Neuzugängen, oder? Da ist es relativ ruhig. Oder Anna, hast du da was gehört oder ist es ebenfalls ruhig? Ein Vöglein, also im Prinzip meine Mutter bei WhatsApp, die quasi permanent hier irgendwelche Nachrichten. Ich finde das total geil. Grüße an deine Mutti und deinen Vati. Ich finde es total klasse, dass sie so aktiv dabei sind. Vielleicht ja. Wollt ihr das nächste Mal einfach meine Mutter einladen. Die scheint offensichtlich besser informiert zu sein als alle zusammen. Nee, die hat gerade geschrieben, dass sie gelesen hat, dass die Scouting-Abteilung vergrößert werden soll. Mhm. Das wäre ja schon mal was, gell? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Sollte doch irgendwie auch diese Frankreich-Scouting-Situation irgendwie. Ja, da habe ich auch irgendwas. Aber leider auch zu wenig Informationen, als dass ich da jetzt was wirklich Konkretes zu sagen kann. Aber dieses Eintracht-Scouting in Frankreich soll ja ausgebaut werden und dadurch waren auch irgendwie die Rede von bis zu 11 Mitarbeiter, die für die Abteilung dann ab dem 1. Juli eingesetzt werden sollen, ja. Mal gucken. Das ist gut. Und wir müssen auch festhalten, dass die Verantwortlichen, die jetzt hier sind, und da, ich zähle Kovac eigentlich auch, das ist für mich trotzdem Kovac seine erste Saison, also so, wo er alles mitgemacht hat. Bobic und Ben Manga, die Sachen wie Jugendarbeit, Scouting, können wir auch uns jetzt nicht anmaßen, nach einem Jahr schon beurteilen zu wollen. Also es geht nicht. Also du kannst, wenn Ben Manga jetzt hierher kommt und die sagen, hier, du bist unser Kaderplaner und bau dir mal ein Team auf, dann kann der das ja nicht innerhalb von 2 Monaten machen, sondern das dauert, der muss wahrscheinlich auch um Gelder kämpfen. Ganz klar. Ich bin der allergrößte Gegner von Bobic, aber ich würde seine Arbeit trotzdem gerne erst nach 3 Jahren beurteilen. Ja, so. Also ich würde sagen, also an 3 Jahren ist natürlich sehr viel Zeit. Ich hätte jetzt mal gesagt, mindestens 1,5 Jahre, aber wie dem auch sei, dass wir das jetzt nach einer Saison noch nicht endgültig beurteilen können, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich muss auch hier wieder ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, ich weiß, der Eintracht-Podcast wird jetzt nicht zum absoluten Pöbel-Podcast in den nächsten, also aktuell jetzt zumindest nicht. Ja, wir sehen uns wieder einige Leute enttäuscht, aber wir wollen halt natürlich versuchen, Dinge einfach einigermaßen rational darzustellen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Eintracht in der Hinserie eine äußerst gute Serie gespielt hat, die für den Kader wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich war, dass es halt jetzt ein bisschen extrem anders läuft, ist genauso ärgerlich oder ungewöhnlich. Aber auch hier muss man sagen, erstmal gucken und dann aber schauen. Ich hoffe, dass jetzt die Eintracht jetzt schon einige Fäden gezogen hat, damit halt zur nächsten Saison schon einige Leute auf der Matte stehen, weil wir müssen uns natürlich bemühen. Es gibt natürlich sehr viele Stellschrauben, die gedreht werden müssen, sehr viele neue Spieler, die die Eintracht auch verpflichten muss. Bei der Torwartpersonalie habe ich eigentlich kaum Neues gehört, oder? Also Radetzky, um den ist es jetzt ruhig geworden, oder?
Ja, das schon. Lindner drängt ja nur, der hat ja Vertrag, glaube ich, fertig nach Ja, der genau. Saison und der will ja auf jeden Fall irgendwo spielen, wo er auch Nummer 1 ist und wieder in Österreich wieder erster Torwart werden will und Das sollte nicht so schwer sein. denke ich auch, das sollte drin sein. Nee, aber da merkst du, also da wird schon ein bisschen Wandel sein. Ich denke halt, mit Radetzky habe ich aber auch gar nichts gehört. Also, aber wir müssen ja definitiv einen zweiten Torwart da nochmal holen. Mal Ja. gucken, was das dann ist. Ja, gut, also eine Sache hat sich jetzt schon verflüchtigt, der Alexander Schwolow, unser Verlängert, Lieblingsspieler, ja. der hat verlängert bei Freiburg. Spielt ja da eine herausragende Saison, was ich ja auch schon mehrfach gesagt habe, aber ist ja auch gut so. Der wird dann dort weiterhin erster Torhüter sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Julian Pollersbeck, dass sich diese Personalie auch über die Saison hinaus noch hält. Das Gerücht in Frankfurt, der aktuelle Lauterer Torhüter kann ja mit seiner Mannschaft auch nicht mehr großartig viel in der zweiten Liga erreichen und hätte bei uns wahrscheinlich auch ganz gute Chancen um Platz 1, sage ich mal. Zumindest um Radetzky einfach einen warmen Bobbes zu machen, um es mal so zu sagen. Also vielleicht würde sich da was ergeben. Aber ansonsten ist es relativ ruhig. Ich habe jetzt noch nicht großartig gehört, es gab so immer mal wieder so lose Gerüchte aus Südamerika, wo ein Santiago Ascabacidar, um es mal so auszusprechen, was hundertprozentig falsch ist, aber es hat sich wenigstens einigermaßen gut Guten angehört. Dank, Herr Ja. Hat sich gut angehört. Ja. Ja. Und, ja, defensive Mittelfeldspiele. Aber da ist es halt so, da sind die Gerüchte, die sprießen heraus. Und ich glaube, momentan ist so ein bisschen so, machen wir mal Name-Dropping für deutsche Mannschaften, die irgendwie mit Spielern in Verbindung gebracht werden. Müssen wir abwarten. Ich hoffe, dass die Eintracht halt hier ihre Augen offen hat. Wird es aber allein von der Personalie ganz interessant finden. Junger Spieler, hat jetzt einen Marktwert, gut, der hat schon Olympia gespielt für Argentinien, schon mal nicht schlecht. Hat jetzt einen Marktwert von 7,5 Millionen. Woraus sich der begründet, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber mit 20 Jahren natürlich ein potenziell interessanter Spieler für die Eintracht. Ne? Genau. Ich will noch ganz kurz, ich habe noch eine ganz kurze Randnotiz zu Ja. Mainz, muss ich noch kurz nachtragen. Was ich bemerkenswert finde, ich werde es jetzt mal, damit ich nicht zu gemein zu denen werde, aber kurz, ich stelle es einfach nur mal in den Raum. Mainz ist ja mitten im Abstiegskampf und die haben ja dieses Dings da, Mainz bleibt eins irgendwie und ein ganzer. Angeblich geht ja so ein großer Ruck durch die Stadt Mainz und alle halten zusammen und ist alles super. Dieses Spiel gegen die Frankfurter Eintracht ist nicht mal ausverkauft. Echt? Ach was. Ja, Mann. Ach Nur du noch Scheiße. Karten, wo die panische Angst haben, dass irgendwelche Eintracht-Fans die Karten sich kaufen. Und dann natürlich darfst du nur, wenn du irgendwie irgendwas mit Mainz zu tun hast, diese Karten kaufen. Finde ich trotzdem eine interessante Randnotiz, wenn denn die ganze Stadt so zusammenkriegt, aber die man nicht mal dieses jetzt nicht allzu große Stadion überhaupt ausverkauft kriegen. Spricht nicht dafür, dass in Mainz alles in Ordnung ist. Also vielleicht kann die Eintracht diese Chance auch nutzen. Sehr guter Punkt. Denn ich glaube, dass in Mainz vieles nicht in Ordnung ist. Also nicht nur vom Spielerischen her, also von der Genau Mannschaft auch. stimmt's ja, aber auch die atmosphärischen Stimmungen, Strömungen sind da ja momentan nicht so ganz optimal. Da gibt es ja schon auch Zwists unter Fans, Vereinen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Bindung loser ist, als sie noch vor 3, 4 Jahren war. Und ich denke, die Eintracht muss da einfach wirklich sehen, dass sie hier trotzdem punktet. Ich denke, du hast große Chancen und du hast auch große Chancen, besser auszusehen als in Mainz, als es in den Jahren zuvor war, wo das eher eine verschworene Gemeinschaft ist. Wenn die am 33. Spieltag, am letzten Spieltag, den die zu Hause haben, noch nicht mal ihr verdammtes Stadion ausverkaufen, gegen die Eintracht, gegen den lokalen Rivalen, um es mal so zu sagen, ja, meine Güte, dann müssen wir den aber mal ganz gehörig Feuer unterm Hintern machen. Was ist denn da denn los? Dann müssen wir doch erstmal zeigen, wir werden ja wahrscheinlich wieder traditionell mit unseren Fans da anreisen. Wahrscheinlich gibt es wieder einige, die das Schiffchen nehmen, oder? Wie sieht das aus? Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Ja, und dann werden wir in unveränderter Formation dort auflaufen und dann muss die Eintracht mal zeigen, dann läuft es hier und dann sieht es aber plötzlich ganz düster aus für Mainz. Das wäre gut. Das würde ich mir wünschen. Wenn die es noch nicht mal hinbekommen, ihr eigenes Stadion zu verkaufen am letzten Heimspieltag, dann muss ich sagen, haben sie es auch nicht verdient. Was geht denn da rein? So 30.000? Das Stadion haben die ja schon ein bisschen gut konstruiert. Ja, Da geht aber auf es sind jeden Fall trotzdem mehr nur rein. 30.000 oder so. Bitte? Es sind trotzdem nur 30.000 Ach, oder so. 34.000 sehe 34, ich ja. gerade hier. Ja. Naja, gut. Ja, aber. Naja. Ja. Okay, gut. Also gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Andere Thematik. Nochmal ganz kurz bei Aktuelles. Das haben wir ja schon schön die Ankunft und Abkunft und so weiter und so fort haben wir schon besprochen. Aber, liebe Leute, das Pokalfinale wirft ja seine Schatten voraus und jetzt gibt es ein Pokaltrikot. Anna, was sagst du dazu? Ich finde es sehr
sehr schön, muss ich sagen. Das erinnert mich sehr, um nicht zu sagen, irgendwie ist es identisch mit dem Trikot von letzter Saison, was ja auch hochgelobt wurde. 11 Freunde, Trikot der Saison, schönstes Trikot der Welt, ein Trikot, in dem man heiraten sollte, könnte, müsste, wenn man denn will. Okay. Ja, also ich find's sehr, sehr schön. Ich find's sehr klassisch und ich habe angedacht, dafür Geld zu investieren, aber den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht. Nee, ich muss sagen, ich find's echt schön. Okay. Ich find's schön. Also es ist halt clean und simpel, aber das sind ja manchmal auch gute Dinge. Ja, ist halt schön schlicht, ne? Also hauptsächlich die Farben schwarz-weiß oder eigentlich nur. V-Neck, das hat dir gut gefallen, Basti, ne? Ja, auch wenn ich hätte den nicht gerne betont. Ich hätte gerne, dass es auch weiß gewesen wäre, aber das sind jetzt kleine Details. Ich schließe mich der Meinung aber an. Ich finde es hervorragend, weil es alles schwarz-weiß ist. Erinnert mich so auch ein bisschen ans 88er-Trikot, leider nicht ganz so sehr. Vielleicht hätte man da so ein bisschen mehr reingehen können an dieses Trikot, wo Detari diesen Freischuss gemacht hat. Aber ich finde es ähnlich geil wie das, was sie Anna angesprochen hat, das aus der letzten Saison, das Away-Trikot. Und muss sagen, ich habe, glaube ich, die Gedanken, die Anna hat, auch, und bei mir sind sie sogar noch weiter, dass ich mir schon eins quasi geordert habe über verschiedene Kanäle, wo ich dann wenigstens auch noch ein paar Prozente kriege. Ah, okay. So macht man das hier heute, ich merke schon. Also ich sag ganz ehrlich, den offiziellen Preis würde ich nicht zahlen. Ja gut, was kostet das denn? 85 Euro. 85 Euro. Ja. Jesus, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber dafür hast du auch in der Kragenrückseite alle 4 Pokalsiege eingestickt. Das ist ja super. Super, Dennis. Danke. Was mir immer ein bisschen Kopfschmerzen macht, ist, so ein weißes Trikot macht sich halt immer schlecht mit Bier und Hütchenflecken. Ich weiß, Dennis, bei deinem weißer Schal sieht aber auch ziemlich versifft aus. Das ist immer schlimm, ja. Die müssen jedes Mal, nach jedem Spiel müssen die in die Wäsche. Ja. Ja gut, also für 85 Euro ist das natürlich schon eine teure Robe. Ist trotzdem halt normaler Saisonpreis, ne? So viel kosten halt alle. Ja, gibt's halt hier. Sieht schon top aus auf alle Fälle. Ja, also ja, das ist halt schwierig. Ich würde es ehrlich gesagt auch ganz gern kaufen, aber wenn, dann werde ich es erst holen, irgendwie, falls es da noch was gibt nach dem Pokalfinale, wenn wir das dann gewonnen haben. Wenn die Livestream aus ist, werde ich dir sagen, was ich dafür zahle. Vielleicht willst du es ja dann auch haben. Nee, ich kaufe es definitiv nicht vorher, denn ich habe einen Trikotfluch. Ach so, gut, oder was? Ja, genau. Alle Trikots, die ich habe von der Eintracht, waren Abstiegstrikots. Gut, dann werde ich auf keinen Fall eins besorgen. Ja, genau. Und das weiß ich halt. Und deswegen will ich sagen, oder habe ich mir eingeredet, dass es besser ist, keins zu kaufen, zumindest nicht, bevor wir wirklich irgendwie einen Pokal in den Händen halten. Vorbild. Ja. Ich hatte mal ein Eintracht-Trikot von Horst Held. Ich lasse es jetzt einfach so hier im Raum stehen. Okay. Alles klar. Gut. Ich gehe zum nächsten Thema. Der Mode-Podcast hat sich jetzt kurz... Ja, ich habe noch ganz kurz eine Frage zu dem Thema. Das ist aber auch das Trikot, wo die Eintracht definitiv drin spielen wird. Ja. Okay, weil dann bin ich aufs Dortmund-Trikot gespannt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die dann komplett gelbe Trikots anhaben, weil ich glaube, das wäre zu ähnlich. Wenn ich Pro Evolution zocken würde, würde ich Trikots umstellen, weil ich dann denken würde, gelb und weiß, weiß ich nicht, ob es überhaupt geht. Was haben die denn für Möglichkeiten? Ja, eben. Das ist das, was ich mich gefragt habe. Also die Also das wäre ja auch mega dämlich, wenn die Eintracht jetzt so ein Trikot vorgestellt hätte, dann würde dann doch eine normale Trikotfarbe spielen. Aber das würde zur Eintracht passen. Das sagt der Schiedsrichter vom Spiel hier, Leute, das kennen die Nazi, die Heimmannschaft, weil Dortmund ist ja die Heimmannschaft, gell? Ach du Scheiße, ja, okay. Ja? Die Heimmannschaft, ja, wir spielen in Gelb. Weil wir Ost, genau, ja. Genau, wir sind die Gäste, wir haben den geileren Block, aber das ist halt der Gästeblock. Und also offiziell steht der Dortmund gegen Eintracht auf den Karten auch. Und ja, Leute, dann kommt der Schiedsrichter und sagt, hier Leute, das könnt ihr nicht anziehen, habt ihr noch einen Ausweichstrich? Es würde zur Eintracht passen. In Blau. Würde zur Eintracht sehr gut passen, nachdem ich heute mitbekommen habe, wie der Ablauf war für diese Karten. Wer da gesessen hat mit einer ausgedruckten, so aus wie eine Klassenliste, also ja, werde ich euch nachher nochmal. Nee, ich würde, wenn du das, kannst du das auch öffentlich erzählen, dann würde ich das ganz gerne. Das öffentlich erzählen, also ich kam dort an. Ja, genau, da würde ich nämlich jetzt ganz gerne zur Kartenvergabe gehen, nämlich das war das Thema, was ich nicht aufgeschrieben habe, aber da lief ja auch einiges nicht ganz so optimal, Basti. Ja,
Wie es jetzt im Detail war an diesem Sonntag, weiß ich nicht. Da gab es ja Riesenschlangen. Da haben wahrscheinlich Leute noch dramatischere Sachen zu erzählen, weil als ich heute ankam, mit 2 Vollmachten und 2 Dauerkarten und 2 kopierten Ausweisen, war es wenigstens leer. Mhm. Es war halt ein Kassenhäuschen, ich bin dorthin. Sah aber so aus, also es waren 3 Leute vor mir und das hat schon lange gedauert. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja schon interessant, wie das jetzt wäre, wenn ich dort ganz hinten gestanden hätte. Ja, wie ich es auf den Bildern vom Sonntag gesehen habe, im Regen mit Schirm. Und dann kam ich dorthin und die Mitarbeiterin hatte eine Liste vor sich liegen, eine ausgedruckte, ganz schlecht gemachte Excel-Liste mit allen Mitgliedern und verschiedenen Spalten für Unterschriften und sonstiges. Es stellte sich aber raus, diese Liste war überhaupt gar nicht komplett, weil ich 2 Dauerkarten hatte und ich wusste ganz sicher, dass diese 2 Herren Mitglieder sind. Habe dann probiert, natürlich 2 Karten zu kaufen mit meiner Vollmacht, Ausweis kopiert, alles akzeptiert, auch wenn es sehr lange gedauert hat, bis ich es angeschaut hatte. Bei dem zweiten meinte sie zu mir, die Karte kann ich Ihnen nicht geben, der Herr ist kein Mitglied. Mhm. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, der steht hier bei mir nicht auf der Liste drauf. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Mitglied ist. Dann sagt sie, nee, kann ich nicht machen, gehen Sie bitte weiter. Hat mir nur eine Karte verkauft. Haben wir genommen natürlich, weil man dann denkt, gut, besser als gar nichts. Mhm. Bin dann raus aus der Schlange gegangen, war sehr verwundert, habe denjenigen angerufen und gesagt, angeblich wäre das so. Der ist natürlich am Telefon ausgerastet. Hat mir dann, keine Ahnung, 13 E-Mails geschickt für Einladung von Mitgliederversammlungen, die Nummer, die Mitgliedsnummer, alle Bestätigungen, selbst den SEPA-Lastschriften belegt, wo der Mitgliedsbeitrag eingezogen wird. Alles hat er mir geschickt. Dann wurde ich dann auch ein bisschen wütend, weil der Ordner sehr, sehr unfreundlich war. Das ist scheinbar dann dort aufgefallen, in diesem Kartenhäuschen, was ja sehr, das war nicht so hoch frequentiert, das heißt, das haben die schon mitbekommen. Hab dann einen anderen Weg gewählt, als der Ordner mir gesagt hat. Bin dadurch, und dann kam mein Mitarbeiter und fragte, was denn das Problem sei. Ich erklärte ihm das. Und dann plötzlich sind die dann, also man muss dazu sagen, die haben in diesem Raum, wo die sind, haben die einen Computer. Also da sitzen nur Leute mit Listen, mit Abhaklisten, wie als wenn du dich für ein Sommercamp anmeldest und die Betreuerin sagt, alles klar, der Kleine ist da, abgehakt. So sieht es dort aus. Ein Computer, die Dame geht an den Computer und sagt, also im System kann ich den auch nicht finden. Der Herr kannte uns natürlich dann schon, weil mit dem Kollegen, mit dem ich da war, der war natürlich sehr, sehr sauer, weil er wusste, wenn ihn der Basti nur eine Karte kriegt, dann nimmt der Basti die Karte. Auf jeden Fall. Ja, kam noch ein anderer Mitarbeiter raus und sagte, wie ist denn nochmal der Name von dem Herrn? Dann habe ich den Namen gesagt. Und dann sagt er, in welcher Straße wohnt denn der? Dann habe ich gesagt, Digga, das weiß ich so jetzt nicht. Dann habe ich natürlich dann auch rausgefunden, habe ihm dann die Straße gesagt, direkt, ah ja, der Herr aus der Straße, der ist doch Mitglied, er hat das jetzt gefunden. Habe ich ihn gefragt, wo haben Sie das denn jetzt gefunden? Ja, im System. Habe ich gesagt, ja, aber angeblich war es ja nicht im System. Gut, egal. Selbe Spiel, wieder angestellt bei meiner guten Freundin mit der Excel-Liste, mit der aus dem Sommercamp, wieder angestellt und gesagt, hi, Gute. Hier, voll. War natürlich der Mitarbeiter plötzlich nicht mehr da. Dann habe ich gesagt, hier der Kollege da hinten, den habe ich. Und dann war der Kollege nicht da, dann sage ich, oh Gott. Ich sage, auf jeden Fall, der wurde jetzt gefunden. Mhm. Und dann sagt die Dame, ja, wie, der wurde jetzt gefunden? Sag ich, ja, im System. Ja, aber da habe ich doch geschaut. Gott sei Dank kam der Kollege hin, hat es zu ihr gesagt, ja, da haben wir dann doch noch die zweite Karte gekriegt. Und netterweise auch dann doch nebeneinander, obwohl noch viele Leute dazwischen waren. Und ja, aber diese kleine Anekdote kann man vielleicht hochrechnen auf das, was dann passiert, wenn am Sonntag dort mehrere tausend Leute stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da zu der einen oder anderen tumultartigen Szene gekommen ist, gerade bei diesem sehr freundlichen Ordnungsdienst. Also ich frage mich schon manchmal, was die sich dabei denken, das so komisch zu ordnen. Ich habe ein paar Bilder von Sonntag gesehen, wo ja der erste Ausgabetag war, wo Leute um 7.30 Uhr schon da standen. Es gab auch einige Leute anscheinend, die auch extra in Frankfurt, logischerweise, wie das so ist, es kommen ja viele nicht aus Frankfurt. Und die waren am Samstag bei dem Spiel, bei dem Heimspiel und haben sich dann überlegt, was mache ich? Ich muss ja am Sonntag zu meiner Karte kommen, weil ich natürlich vielleicht, was weiß ich, vielleicht in Fulda, was weiß ich, in Kassel oder sonst irgendwo, weil ich ja dann wieder arbeiten gehen muss. Kann ich ja nicht sagen, ich gehe jetzt einfach Montag mal locker flockig im Stadion vorbei. Das heißt, die haben dann
irgendwo hier in Frankfurt übernachtet und haben sich dann morgens angestellt, nur wegen der Karte und dann bei dem scheiß Wetter. Nun muss man sich schon die Frage stellen, ob das der optimalste Weg der Lösung ist, um die Karten zu verteilen. Ne? Und die Schlangen, die man da teilweise gesehen hat, das war schon knackig. Man könnte das positiv formulieren und könnte sagen, das ist großartige Pokal-Euphorie. Man könnte aber auch drüber nachdenken zu sagen, man müsste demnächst irgendwann mal ein professionelleres System finden. In der Tat. Und wenn wir gerade über Karten reden, will ich trotzdem nochmal, ich weiß, das wird wahrscheinlich keiner hören, der irgendwie von Relevanz ist, aber trotzdem, ich finde es echt assi, richtig assi, wie wenig Karten die Vereine kriegen in so einem Pokalfinale. Richtig. Also, ja, guck mal, 20.000, das ist halt nix, ne? Was soll das? Was soll das überhaupt? Also, wie viele Karten gibt es insgesamt? 70.000, 80.000? Ja, 70.000. 80.000, sag ich mal. Ja. 80.000, das heißt 20.000 Dortmund, 20.000 Frankfurt, 40.000. Für irgendwelche, kurze Filteratmung, für irgendwelche Leute, die das über ihren Papa, der Papa arbeitet hier, der hat mir Karte gegeben, da gehe ich aber zum Fußball, ich habe nur ein Hula-Bändchen. Komplette Bühne voller Manfreds, die nichts mit diesen Spiels zu tun haben, sitzen da. Und oder Leuten, die einfach so viel Geld haben, dass sie 1.000 Euro für zwei Karten ausgeben können. Ja. Während Leute, die man von der Lautstärke her echt gut gebrauchen könnte, zu Hause sitzen, weil sie halt nur eine Dauerkarte haben. Ich erinnere mich an 2006, da müsste das aus meinem Gefühl, ich kann es jetzt nicht belegen, aber es müsste so gewesen sein, dass noch mehr Karten gab. Weil ich glaube, damals hat jeder Dauerkartenbesitzer eine bekommen und ich hatte überhaupt gar keine Sorge. Ich wurde, das habe ich irgendwann mit der Post bekommen, habe es überwiesen, dann habe ich die Karte gekriegt. Dennis, wie war das bei dir damals? Wir haben die Dauerkarten ja auch da wieder über die Ultras bezogen gehabt. Das war aber vielleicht auch so, dass damals der Schnitt der sonstigen Dauerkarten auch nur 20.000 war, Basti, oder? Kann das nicht sein, dass sich das vielleicht erhöht hat die letzten Jahre? Ich weiß es nicht. Also, wie viel sind wir denn? Bei 27.000 jetzt, ne? Glaub, genau. 26.000. Ja, das ist, also damals gab es da keine Probleme, das stimmt. Da war gar nicht so dieser, oh Gott, hoffentlich bekomme ich eine, sondern wie du sagst, war eigentlich recht relaxed, ja, bezahlt halt pünktlich und dann gibt es die Karte und ja. Diesmal war es ja doch etwas hektisch. Ja, guck dir mal diesen fürchterlichen Verteilschlüssel an. Wer soll denn das verstehen? Guck dir mal bitte, geh bitte mal ins Internet und schau da mal im Eintracht-Forum nach. Da gab es wissenschaftliche Abhandlungen darüber, wer denn wie unter welchen Umständen an Karten kommen könnte, wenn eine der zwei Voraussetzungen, Dauerkarte und Mitgliedschaft nicht erfüllt sind. Da gibt es Leute, die haben eine Doktorarbeit gefühlt darüber geschrieben, seitenlang, nur um die Frage zu erörtern, wer dann an Karten kommt, weil das System und dieser Verteilschlüssel so kompliziert war. Also, ich glaube, die Leute, die da das richtig gemacht haben und das richtig aufgeschlüsselt haben, die sind auf jeden Fall fürs Landwirtschaftsministerium in Hessen auch geeignet, falls da mal eine Position frei wird. Ja, sollten sich nicht ärgern. Es ist auf jeden Fall, ich hätte zumindest gerne gewusst, wie Verteilungen sind von, also dass man zumindest mal eine Zahl hat, wie viele Leute gibt es überhaupt, die Mitglied und Dauerkarte haben. Weil das müssen ja unter 20.000 sein. Genau. Weil die ja garantiert eine Karte vorab schon garantiert bekommen haben. Und dann weißt du ja gar nicht, ob du als Dauerkarten, wenn du nur Dauerkarte hast, weißt du ja bis, ich glaube, du weißt bis zum 18.05., also knapp eine Woche ungefähr vorher, weißt du ja noch gar nicht, ob du überhaupt eine Karte kriegst. Oder wie viele überhaupt in diese Verlosung da noch kommen, von diesen, was dann übrig bleibt, oder ob es bei den Fanclubs hängen bleibt. Das ist ja völlig unklar. Ich hätte jetzt gar keine Dimension von Zahlen im Kopf, ob das überhaupt nochmal von der Stufe 2 auf Stufe 3 paar noch runterfallen oder von Stufe 3 auf 4 sogar noch paar runterfallen. Das finde ich sehr kurzfristig. Dafür finde ich dieses System echt, ja, ich finde es zu. Ich finde, dass die Leute, die ein Mitglied unter zu lange Zeit haben, ehrlich gesagt jetzt, weil das sich alles rauszögert und die Fanclubs, das müsste schneller gehen, weil du ja gar nicht mehr reagieren kannst. Was ist, wenn du hast du plötzlich eine Karte im Briefkasten am 22.05. Ja, und dann viel Spaß, dir ein Hotel zu besorgen und alles Mögliche. Das ist ja jetzt schon ein totales Drama. Also ich meine, wir haben ja jetzt auch wir haben unser Hotel jetzt gebucht und alles, wir fahren dann hin. Dennis, wir sehen uns dann am Samstag dann. Du fährst ja mit dem Nordwestkurven-Express. Ne? Genau. Genau. Und das ist natürlich, aber jetzt noch ein Hotel dir zu holen, da zahlst du Unsummen. Das ist unfassbar teuer. Du kommst aktuell pro Nacht locker auf 200 Euro pro Person. Das ist krass mittlerweile. Vielen Dank nochmal an unseren Hotel.
Direktor, der uns das Hotel besorgt hat. Grüße an die Stelle. Vielen Dank auf jeden Fall. Anna, du hattest auch nicht geplant hinzufahren, oder? Nee. Also ich habe dieses Verteilungssystem gesehen und dachte, ja gut, da bist du ja sowieso raus. Weil ich habe ja keine Dauerkarte und ich bin auch nicht im Fanclub und ich bin nur ein einfaches proletarisches Mitglied. Ja, also ich hatte mit einer Freundin überlegt, ob wir so hinfahren, einfach so. Jetzt trägt es sich aber so zu, dass ich dann im Wochenende sowieso im Urlaub bin. Ach so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann guckst du das halt irgendwie am Strand. Das heißt, du hast dann... Oh ja, jetzt hier, oh ja, am Strand eine Kokosnuss. Guten Ausblick, wenn es dann nicht so läuft. Okay, also, okay, alles klar. Ja. Also ich muss aber halt auch ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe echt ein bisschen, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss davor, was so da passieren könnte unter den Fangruppierungen. Ich weiß nicht, ist das vollkommen unbegründet oder ich meinst du, wenn es wegen dem Kirchentag? Ja, diese Jesus-Hooligans. Komm her, ihr Wichser. Was ist los mit euch? Auf. Was ist los mit euch? Atheisten vor. Genau. Ja, aber ich kann diese Sorge teilen. Gar nicht, wenn nur Pokalfinale wäre, würde ich es gar nicht haben. Weil ich glaube, dass dann die Polizei dann schon gewisse Erfahrungswerte hat, zu sagen, ihr kommt dahin, ihr kommt dahin und dann gibt es vielleicht mal ein paar Grüppchen, die sich irgendwo mal treffen. Was ich als sehr, 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 sehr problematisch ist, sind gar nicht Fußballfans untereinander. Ich sehe es eher problematisch, Fußballfans gegen Polizei, die sehr empfindlich sein wird, weil ja auch, glaube ich, Barack Obama dort ist. Und da wird ja dann wegen jedem Kugelschreiber, der irgendwie aufgeschraubt ist, auf dem Boden liegt, wahrscheinlich die halbe Stadt abgesperrt und das könnte der ein oder anderen Szene führen, wo eventuell jemand eine Flasche runterfällt und der wird dann wahrscheinlich sofort nach Guantanamo gebracht. Ja, ganz im Ernst, wer hat das denn geplant? Können die denn da nix in Berlin? Das ist schon krass. Also der kommt wirklich am 25. Was ist da los? Der kommt, Barack Obama kommt wirklich am Vormittag des 25. Mai, anlässlich übrigens des Kirchentages, nach Berlin. So, das ist jetzt natürlich, insofern kann man sagen, gut, es ist nur Donnerstag, also das spielt der ganzen Sache nicht komplett, also spielt schon uns in die Karten, weil Donnerstag, dann ist es dann auch wieder vorbei. Keine Ahnung, ob er dann noch für andere Termine halt länger bleibt. Wenn er dann wirklich länger bleiben sollte, könnte das definitiv noch ein Problem werden. Ansonsten hoffe ich, dass das bis 29., also dass es bis zum 26., bis Freitag dann wieder sich gelegt hat, beziehungsweise dass er dann wieder weg ist und die Sicherheitsbestimmungen weniger hoch sind. Aber, Basti spricht es richtig an, natürlich kommt da immens viel zusammen, ne? Und allein der deutsch-evangelische Kirchentag, der zieht ja schon ziemlich viele Leute an. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf hatte, war der nicht letztes Jahr in Offenbach? Unsicher. Egal, keine Ahnung, ich habe es auch jetzt nicht so ganz... Ich kann nicht raus. Ja, ne? ja, ich habe es jetzt auch nicht so mit Religion, also, aber wenn das einer weiß, kann das gerne... Ich auch nicht. Ich werde den Kirchentag angreifen. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Jetzt ist es in der Welt raus, mein Lieber, jetzt ist es in der Welt raus. Nein. Yeah. Aber ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Situation und ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass nichts passiert, dass alles friedlich bleibt. Aber es sind halt sehr, sehr viele Leute in der Stadt, in Berlin, an einem Wochenende. Man darf auch nicht vergessen, von Dortmund werden es auch richtig viele Leute. Und ich gehe davon aus, dass es von beiden Seiten mindestens 30.000 Leute sind, die da sind, oder? Ja, 50.000 eher, glaube ich. Ja, und dann packt die mal irgendwie in die Stadt, ne? Ja. Na gut. Gerade die kuscheligen Eintracht-Fans. Ja, aber gut, wir haben ja eben festgestellt, die Anna guckt dann ganz relaxed unter einer Palme wahrscheinlich, ja. Jo. Mit einer Kokosnuss in der Hand, ja, und guckt sich das Spiel an und ansonsten, wirst du nicht ganz so darben, wenn die Eintracht ein negatives Ergebnis einfährt, was natürlich aber eh nicht passieren wird, ne? Ich werde natürlich trotzdem furchtbar leiden und ja, aber es ist dann halt so von den äußeren Bedingungen nicht ganz so hart, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Darf man wissen, wo du hinfährst? In eine Emirate. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Also es ist dann tatsächlich Palmen und Kokosnuss. Das ist doch super. Kokosnuss. Ja, dann müssen wir nur klären, dass du dann halt auch irgendwie Empfang hast, ne? Ja, das ist, also
Da muss ich mich auf jeden Fall demnächst fieberhaft drum kümmern, dass das irgendwie läuft. Aber ich denke mal, also ich meine, das muss ja irgendwie, muss machbar sein, glaube ich. Ich habe hab mich gerade gefragt, ob du deswegen vorhin wegen Sky Go gefragt hast. Ach so, nee. Also ich habe ja theoretisch selber Sky, Sky Go. Aber im Ausland ist es ja immer blockiert. Nee, aber es ist ja noch nicht mal in Österreich rein. Stimmt, aber sprich uns doch nachher da nochmal an, da gibt es den einen oder anderen Tipp. Wir waren ich werde mich vertrauensvoll nochmal nach Sendeschluss an euch wenden. Genau, wir waren ja letztens in Polen und da haben wir das Internet ja auch zum Laufen gebracht. Ne? Also beziehungsweise, da gibt es die eine oder andere Möglichkeit. Deswegen würde ich sagen, um das Thema jetzt abzuhaken, kommen wir schnell zu den Empfehlungen der Woche. Ja, und dann richte ich das Wort wieder an dich, Anna, denn du hast eine schöne Empfehlung, wie du gesagt hast. Ja, also ich höre ja doch auch relativ viel Podcasts. Und habe jetzt am Wochenende einen Fußball-Podcast gefunden, der mir noch nicht bekannt war. Und zwar heißt der Zuckerpass-Podcast und ist von zwei Journalistinnen oder angehenden Journalistinnen, Kathi und Isabel. Eine von beiden ist auch Eintracht-Fan. Ich habe noch nicht alle Folgen durchgehört. Deswegen kann ich die Stimmen noch nicht auseinanderhalten und kann, man möge mir verzeihen, dass ich nicht weiß, welche von beiden Eintracht-Fan ist. Das hat mich natürlich dann auch direkt gefreut bei der ersten Folge, als ich das gehört habe, weil die andere ist nämlich Bayern-Fan und das ist dann halt, naja, also Bayern-Fans zuhören, naja. Und das, die besprechen jetzt nicht unbedingt so die Spieltage, weil es ist auch relativ unregelmäßig, dass der Podcast erscheint, sondern eher so Triviales aus der Fußballwelt. Und ich muss sagen, also ich bin ja auch gerade wieder Quotenfrau so ein bisschen und hey. Finde, wenn sich wirklich jemand die Arbeit Dennis macht auch. Und Dennis. Hi Dennis. Ja, ja. Sollte total den. Ja, ja. Das habe ich nur von Marvin geklaut, den Witz. Ja, und ich meine, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit, so einen Podcast irgendwie aufrecht zu erhalten und immer zu produzieren. Und ich finde, das ist sehr, sehr unterstützenswert, wenn sich zwei Frauen da die Arbeit machen und das irgendwie besprechen. Also ich meine, ich finde, es hat manchmal so ein bisschen seine Längen, weil die ab und zu halt dann irgendwie Spieler so besprechen, so im Einzelnen, was sie so tun und nicht tun. Und das fand ich so ein bisschen lange, weil so dolle interessiert mich dann die Katze von Marcel Schmelzer auch nicht. Aber ich mag das halt so ganz gerne, so ein bisschen triviales Wissen über Fußballer, über ja, Fußballvereine. Und ja, also mir hat es echt Spaß gemacht. Ich habe jetzt 3 Folgen gehört. Es gibt insgesamt schon 9. Okay. Und ja, also ich finde, man kann den auf jeden Fall weiterempfehlen. Super, der Zuckerpass-Podcast, ich bin jetzt gerade auf deren Seite. Die Seite sieht übrigens sehr schick aus, also muss ich sagen, auch schön skalierbar, ja, für die Fans, ja, für die Leute und also finde ich echt cool, ja, und es klingt auch auf jeden Fall interessant, von prügelnden Kissen, doppelten Auswärtstoren und Kämpfertypen, das ist so ein Titel einer Ausgabe oder von fiesen Bayern-Hassern, peinlichen Fan-Momenten und noch peinlicheren Postern. Also ich glaube, da werde ich auch mal reinhören. Dürfte auf jeden Fall auch mal was dabei sein. Auch wenn ich jetzt nicht großartig lange über Fußballer per se reden muss und auch die Leute und vielleicht auch nicht unbedingt wissen muss, was der eine oder andere so macht. Aber wir haben ja auch unsere Spezialisten wie den Philipp Lahm. Da sind wir natürlich sehr interessiert, was da immer so passiert. Vielleicht ist da auch die ein oder andere Anekdote hier dabei. Ne? Ja. Cool. Vielen Dank für den Tipp. Basti, hast du vielleicht noch was? Ich habe leider keine Empfehlung diese Woche. Alles klar. Dennis, du? Nein, keine Empfehlung. Dann, doch, ich habe eine Empfehlung, aber ja, weiß nicht, ob das so auf so viele Ohren stoßen wird, aber mein Kumpel, ich habe das letzte Album von ihm hier empfohlen, ich empfehle auch dieses jetzt hier. Mein Kumpel Born hat sein Album Repression rausgebracht und ich fordere euch auf, es zu kaufen, Leute. Ja, support your local Hip-Hop Artists. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein... Der Marvin hat ihn auch schon kennengelernt. Natürlich, ist auf jeden Fall. Der René hat sogar mal ein Fußballteam mit ihm gebildet. Richtig. René und der Rapper. Auch kennengelernt, ja. Also, ja, stimmt. Genau, der Dennis, hat ihn auch kennengelernt, wir alle haben ihn kennengelernt. Stimmt. Und zwar, genau, letztens, als wir das Torwandschießen in der letzten Sommerpause gemacht haben. Und da war das eine der berühmtesten Teams an dem Abend, der René und der Rapper. Und das war halt Born. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall mal ein Musikvideo, werde ich noch einbinden. Hat er schon ein Musikvideo? Hat er sowas? Ich glaube, das Snippet ist schon auf YouTube. Ich werde dir einen Link schicken.
Auf jeden Fall, dann werden wir mal ein Snippet reinhauen. Also Born, ein bisschen ein crazy Typ, dem könnt ihr auch mal bei Facebook folgen. Ja, der macht immer so crazy Livestreams, wo du auch nicht genau weißt, was jetzt die Sache ist. Aber ist ein lustiger Typ und ich denke, ein stabiler Rapper, wie der Basti schon gesagt hat, support your local Rapper. Ja, super. Irgendwann werde ich es auch mal richtig aussprechen. Und dann habe ich noch eine Empfehlung, der allseits beliebte Niemals Erste Liga Podcast. Ein Podcast, der sich mit einem absoluten Randphänomen beschäftigt. Und zwar dem SVW in Wiesbaden, ja, einem Drittligisten, der sorgt mittlerweile für ziemlich ordentliche Podcasts. Gefällt mir richtig gut, was die Sonja und der Stehblock at Stehblock da so machen. Und der Gunnar. Und jetzt haben sie sogar den aktuellen Wiesbadener Trainer interviewt. Das dürfte dann in den nächsten Tagen rauskommen. Werden wir dann auch mal verlinken. Also eine feine Angelegenheit. Da sieht man mal, was aus Podcasts werden kann, wenn die den Support eines Vereins haben, um es mal so zu sagen. Ja? Dann sind dann auch plötzlich Interviews. Ich kann damit sagen. Ja, ne, also ich weiß jetzt auch nicht, worauf ich jetzt anspielen wollte. Das wollte ich einfach nur in den Raum stellen. Ja? Also eine richtig feine Angelegenheit. Die Jungs und Mädels geben sich da richtig viel Mühe. Und coole Angelegenheit. So. Das war meine Empfehlungsliste. Wie sieht's aus? Gibt's denn einen Dummschwätzer der Woche? Haben wir da irgendjemanden? Ja, du hast ihn vorhin schon angesprochen. Ich habe ihn lange hier ignoriert, weil es ja immer irgendwann langweilig ist. Aber ich muss unseren Philipp Lahm nochmal nominieren. Also so, das Gesetz ist jetzt wieder da, dass es reicht auch langsam, weil er nach dem Spiel gegen Darmstadt twittert, ein knapper Sieg, den uns Tom am Ende gerettet hat. Insgesamt aber völlig verdient. Hashtag Misamir FCB D98, wo du denkst, ey, Digga, du musst nicht jedes Spiel was twittern. Lass es doch sein. Die zahlen ja viel Geld für sowas da. Ja. Agenturen, wahrscheinlich twittert er gar nicht selber. Wollen die denn, ist es Spaß schon, dass es so eine Redundanz hat bei ihm, oder ist es kein Spaß, oder sind viele Leute einfach so, also wer will denn diese inhaltlosen Sachen lesen, die sich immer wieder gleichen und nur anders, ich glaube, der Klaas Reza hat das ins Leben gerufen, Twipsy war das, Hashtag Twipsy, wo Leute schon vorher geraten haben, was für eine Trivialität der wieder als nächstes raushaut. Und das hört irgendwie nicht auf und da kommt nicht irgendwie irgendwas Interessantes. Also, er ist mir wieder aufgefallen. Gut, als ich dann seinen Tweet gelesen habe, war ich auch noch ein bisschen sauer wegen dem Wolfsburg-Spiel und bin vielleicht deswegen, habe ich ihn jetzt draufgenommen. Aber allemal verdient der kleine Herr, weil ich ihn eigentlich als einigermaßen intelligenten Profi einschätze. Umso überraschender ist dieser Tweet. Das ist krass, ne? Es gibt ja echt Leute, die ich als einigermaßen intelligent einstufen würde und dann kommen sie ins Feld der sozialen Medien und werden zu den absoluten Dummbatzen, ne? Also, ja, also Mats Hummels ist auch so einer. Mats Hummels hat sich immer dargestellt, ich bin ein mündiger Profi, ich habe meinen eigenen Kopf, ich mache das und ich bin Führungsspieler. Und dann ist er mit Kathi Hummels zusammen. Ja. Was ist denn los mit denen? Die irgendwelche komischen Taschen blockt und erzählt, sie wäre in Paris und sie ist im Hintergrund ein Straßenschild aus Deutschland. Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Sie erzählt ihnen, hallo mal, ich habe neue Schminke. Sagt er, toll hier, ich bin mündiger Profi. Was für eine Schminke hast du denn da? Ist wie gesagt, es ist, und dadurch, dass solche Profis dann als intelligente Profis zählen, wenn man jetzt da das als gegeben nimmt, dass das wirklich intelligente Profis sind, wirft das ein ganz, ganz schlechtes Licht auf diejenigen, die man eh nicht für so intelligent hält. Oh Gott, ja. Wie sollen denn erst die anderen Profis sein, ne? Wenn der Mats Hummels da die hellste Leuchte ist, dann will ich nicht die dunklen Leuchten sehen. Nee, stimmt. Aber so Social Media mäßig, also ich meine, mir war schon früher klar, okay, ach, das ist problematisch, aber jemand, der auch, wenn er mal was twittert, auch eher ein bisschen Fremdschampotenzial hat, ist ja auch der Jens Lehmann, ne? Ja. Der, wenn er nicht twittert? Ja, der Jens Lehmann twittert auch nicht so häufig, aber der macht mittlerweile meistens Werbung für Sony oder so. Und ansonsten schreibt er sonst merkwürdige Dinge. Also da kommt mal was für einen Betrug, schreibt er mal bei dem Real Madrid FCB-Match. Ja, da hat ihm wohl einiges nicht so gefallen. Naja, dann wieder Sony Xperia-Werbung, was andauernd der Fall ist, meine Fresse. Also der macht ja nur noch Werbung, ist ja auch schlimm, wenn man so einen Account dafür nutzt. Also das ist teilweise sehr, sehr peinlich und der ist wirklich nicht der Einzige, von dem man denken würde, okay, ja, so blöd bist du doch auch nicht. Wobei er sich ja letztens schon bei RTL, also großartig da,
im Interview war, der Experte war, hat er sich als alles rausgestellt, aber nicht als Experte. Manchmal durchaus ein wenig schwierig. Habt ihr denn noch irgendwelche Dummschwätze der Woche oder ist der Fipsi wirklich unser einziger? Ich hätte noch einen. Okay, bitte. Ich würde gerne Tom Starke nominieren. Mhm. Und zwar ging ja diese wunderbare Statistik, also seine Erfolgsstatistik, und ich mache es nicht gerne, aber ich mache Anführungszeichen in die Luft gerade. Okay. Diese alle 48 Minuten ein Pokal, weil er ja, ich habe es extra nochmal gegoogelt, 630 Einsatzminuten hat und 13 Titel gewonnen hat. Und sie ihn daraufhin natürlich interviewt haben. Mhm. Und er dann sagte, naja, also es war mir ja dann doch klar, dass ich mich dann bei Bayern eher auf die Bank setze. Aber natürlich steckt in jedem dieser Titel ein gewisses Herzblut von mir drin, wo ich mir so denke, fuck you. Also, ja. Ernsthaft, nee, komm, sag doch einfach, dass du nicht darüber reden willst. Bitte, mach, also, nein. Einfach nein. Möchte ich nicht. Ist ganz ehrlich auch total absurd. Ich meine, ob der jetzt, ne, also ich meine, ob der jetzt da gestanden hätte oder irgendein anderer, ganz ehrlich, da kannst du heute noch irgendwie wahrscheinlich, was weiß ich, kannst du immer noch Michael Tarnert da reinstellen. Ja, genau. Also das ist mir doch unangenehm, diese Statistik. Ja. Also ich krieg da so ein bisschen Beklemmung hier so im Brustbereich so, ne? Krieg Beklemmung, wenn ich das lese, so. Das ist mir doch irgendwie unangenehm. Also natürlich ist es ihm nicht unangenehm, weil mir ist an mir. Ja, aber er hat es ja dann offensichtlich jetzt auch schon komplett aufgesogen, diese Mentalität. Aber nee, da sag ich doch einfach dann gar nichts. Nee. Also, nö. Ist aber auch krass, ne? Also ich meine schon, macht halt wirklich nur 5 Spiele, aber er hat halt wahrscheinlich ordentlich Geld in der Tasche und ist eigentlich im Endeffekt nur Sparringspartner, wenn alles gut läuft für Manuel Neuer. Ich denke, das ist ja das Einzige, was du als zweiter, dritter Torhüter bei den Bayern machst, oder? Ja, ist ja auch okay. Ja, ist aber ein toller Job auch. Also das ist einer der beliebtesten Jobs, glaube ich. Du hast keinen Druck, du verdienst gut Geld, bist immer dabei. Mhm. Wie lange ist denn der jetzt schon bei den Bayern? Auch schon 5, 6 Jahre? Ja, der ist gar nicht damals von Duisburg gekommen, ne? Von Hoffenheim. Nee, von Hoffenheim. Erst Duisburg, dann Hoffenheim. Genau, ja, richtig. Ja, ist krass. Naja, siehst du mal. Ja, aber ich verstehe es vollkommen, was du meinst. Also, dass man das dann großartig wortreich nochmal bespricht. Naja, wie auch immer. Also, Tom Starke wird auf jeden Fall auf die Liste der potenziellen Nominierungen gesetzt. Mir fällt jetzt plötzlich keiner ein. Also, oder was heißt plötzlich? Mir fällt keiner ein. So Dummschwätzer, nee. Bin auch raus bei Dummschwätzern. Ja. Keinen aktuellen Bedarf. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe lange nicht mehr Doppelpass geschaut. Das muss ich zugeben. Lange nicht mehr Sky 90, lange nicht mehr den Mobilat Fan Talk. Also bin ich auch nicht für euch aktiv gewesen. Ja, da hätte man auch 5, 6 gleich hier nennen können. Weil ich gerade sagen, das muss man dazu sagen, wenn wir hier ein bisschen weniger haben, das hat auch mit einem gewissen Selbstschutz zu tun, solche Sendungen sich nicht immer anzuschauen, weil ich das nicht aushalten würde, glaube ich. Mir reicht schon alleine, wenn ich die Sachen sehe, was im Doppelpass gesagt wurde, da werden ja dann auch Meldungen draus gemacht. Ja. Das ertrage ich nicht mehr so leicht, weil es halt auch zu viele gute Alternativen gibt und dann muss man mit seiner Zeit halt haushalten. Dann höre ich doch lieber den Rasenfunk, anstatt mir den Doppelpass anzuschauen. Das ist halt so. Und dann ist halt, genau. Genau. Und hat er leider kein Dummschwätzerpotenzial. Dafür lernt man ein bisschen was oder kommt anders auf seine Kosten. Insofern ist das eine bessere Alternative. Seht uns nach, wenn wir nicht ganz so viele haben. Aber diese Woche haben wir ja immerhin zwei verdiente Nominierungen auf jeden Fall. Ihr könnt da wieder wählen. Und ansonsten bin ich eigentlich durch für heute. Habt ihr noch irgendwas, was ihr besprechen wollt? Nö, eigentlich. Nö. Nö. Alles klar. Ja, dann danke ich euch, dass ihr dabei wart. Anna, vielen Dank, dass du wieder die Zeit genommen hast und beim Eintracht-Podcast hier dabei zu sein. Folge 265 schon. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, es bringt wieder Glück, sag ich mal. Ja, das letzte Mal lief ja ganz gut. Der Druck. Nein, ach Gott. Is real. Nein. Du kannst auch gerne wiederkommen, wenn es nicht geklappt hat. Dann machen wir die anderen drei hier für verantwortlich, die hier gerade sinnlos ins Mikrofon sprechen. Ja. Und ja, gut, ansonsten vielen Dank an alle Patreon-Spender. Da müssen wir den René mal fragen, was er so, jetzt fällt mir gerade auf. Scheiße, ich habe komplett was vergessen. Wisst ihr was? Der René, der hat mir seine Soundfiles geschickt. Die habe ich jetzt gar nicht mit reingebracht. Cool. Ja, die werden jetzt in einem rausgefeuert jetzt am Ende noch. Ja, wie sieht's aus? Habt ihr noch 5 Minuten? Wollen wir uns das mal anhören?
Ja, hau raus, hau raus. Alles klar. Dann noch als kleines Bonus für all die Leute, die jetzt noch zuhören und die nachher das abonnierend runterladen, erstmal die Meinung vom René zum Spiel Eintracht Wolfsburg. Soll ich vorher Tipps abgeben? Ja, okay, gebe vorher Tipps ab. Ich habe noch nicht auf Frau getroffen. Mein Tipp ist, dass er auf jeden Fall erzählen wird, dass die Eintracht langsam wirklich ein Offensivproblem hat, auch wenn ich es leugne. Okay, alles klar, dann schauen wir mal. Dass er sich tierisch über die Leistung abfuckt, genau. Dann, sagen wir mal, gespannt. Ja, ich bin ja dieses Mal nicht dabei und sitze jetzt hier gerade noch im Hotelzimmer und mache mich gleich auf den Weg zur Republika, möchte aber trotzdem kurz meinen Eindruck zum Spiel gegen Wolfsburg darlegen. Aus meiner Sicht war die Taktik von Anfang an die falsche. Man hat nicht versucht, irgendwie auf Tore zu gehen, sondern man wollte erstmal, was aber auch irgendwo klar ist, aufgrund der mannschaftlichen Gegebenheiten, Gomez aus dem Spiel nehmen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man versucht von Anfang an eher auf ein Unentschieden zu spielen. Aber auch die Linie hat man meiner Meinung nach nicht konsequent verfolgt. Hat zwar Gomez am Anfang aus dem Spiel genommen und die Wolfsburger hatten da durchaus auch damit ihre Probleme. Aber da war man nicht konsequent genug. Hatte keinerlei Torchancen in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte hatte man dann ein bisschen ein Problem damit, als auf einmal die Wolfsburger, fand ich, so ein bisschen das System umgestellt haben und Gomez nicht mehr alleine der Mann vorne war, sondern so ein bisschen nach hinten gerückt ist und versucht hat, auch die Bälle zu verteilen, wie ja dann auch das 1-0 für Wolfsburg entstanden ist durch die Davi, wo aus meiner Sicht ganz klar man versucht hat, eine Abseitsfalle aufzubauen, die Tabata aufgelöst hat und der dann nicht konsequent in den Zweikampf gegangen ist. Dann hat man das Spiel umgestellt und hat durchaus ja auch ein paar Torchancen erarbeitet. Chancentod Ragota wieder am Ball. Und dann läuft man in so einen blöden Konter, wo die Abwehrspieler nicht richtig bei Gomez sind und die Mittelfeldspieler in so einem ganz gemächlichen Trab damit zurücklaufen. Also ganz ehrlich, mit der Einstellung braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man dann da irgendwie nicht weiter nach oben in die Tabelle kommt. Und wenn man du halt vorne die Dinger dann auch nicht machst, ein Fabian, der den Ball da übers Tor schießt, ein Seferovic, der nicht in der Lage ist, aus 4,5 Metern ein eigentlich schon fast leeres Tor zu treffen, sondern quasi überrascht ist, dass er den Ball vor die Füße kriegt. Also, wir hatten in der letzten Folge Killerinstinkt gefordert, das war weder Killer noch Instinkt noch sonst irgendwas. Also da hättest du auch mit Waschebäuschen werfen können. Da wären wir wahrscheinlich auch von irritiert gewesen. Also, das war nix und wenn das gegen Mainz nicht besser wird, dann machen wir unserem Ruf als Aufbaugegner wieder alle Ehre. Tja, da seht ihr, da haben wir doch wieder alle richtig getippt. Er hat jetzt nochmal eine schöne Einordnung uns geliefert, ja, so ein bisschen verspätet. Ja, gibt's noch irgendwas zu sagen oder ich denke, das können wir so stehen lassen, oder? Ja, das kann man so stehen lassen. Alles klar. Und dann schauen wir nochmal, welche großartigen Empfehlungen der DAX aus Berlin für uns hat. Ja, wenn ich schon auf der Republika bin, dann will ich euch auch noch ein paar Empfehlungen mitgeben. Es ist ja jetzt erst ein Tag rum, von daher kann ich jetzt noch nicht so viel empfehlen. Ein paar Sachen habe ich, aber ich hoffe, es gibt da YouTube-Aufzeichnungen von. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, es war gestern Mittag, ein Vortrag von Luca Hammer. Da ging es um die Visualisierung von Twitter-Trollen, Hate Speech etc. Ein ganz kurzer und ganz spannender Vortrag, der einfach mal so ein paar von diesen Visualisierungen zeigt. Und an der Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, um diese Visualisierung machen zu können, braucht es Twitter-Tokens. Also Twitter hat ja irgendwie in dieser API drin, dass man nur über seinen Account eine bestimmte Anzahl von Abfragen pro Minute irgendwie stellen kann. Damit ist es schwierig, natürlich diese ganzen Daten da irgendwie zu bekommen. So Visualisierungen machen einfach mehr Sinn, wenn man mehr Daten hat. Und dafür kann man seinen Twitter-Token dort spenden. Das heißt, wenn ihr nicht alle Abrufe pro Minute quasi braucht, dann könnt ihr da euren Twitter-Token spenden und dann kann Luca darüber quasi diese Daten ziehen, ohne da irgendwie in eurem Namen irgendwas zu posten, sondern einfach nur quasi mehr Zugriffe auf die Twitter-API zu bekommen. Von daher schaut euch den Vortrag mal an und am Ende zeigt er auch die URL, wo ihr euren Twitter-Token spenden könnt. Und einen zweiten Vortrag, wie kann eine Republika funktionieren ohne Marcus John Henry Brown? Der ein oder andere wird den kennen, der kommt auch aus Frankfurt.
Und er hat in den letzten Jahren schon einen Vortrag oder eine Story aufbereitet zu dem Thema künstliche Intelligenz und wie das ist, wenn man Zugriff auf all unsere Daten und vor allen Dingen unsere Gehirne hat. Und das ist jetzt quasi der finale Akt. Und er trägt das extrem gut vor. Es ist eher wirklich so eine Art erzählter Kinofilm. Und es kommen ein paar Bereiche von Frankfurt vor. Und ich finde, Markus ist einfach ein extrem guter Darsteller für sowas. Und ja, von daher da mal das angucken. Ich schicke dir Marvin die Links und der kann das dann alles in die Shownotes werfen. Vielen Dank. Tja, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt nur die Hälfte verstanden von dem, was da gesagt wurde. Ich wollte gerade sagen, ich habe ich Twitter-Tokens, kann ich damit an den Spielautomat gehen? Ja. Oh, schön, alles in den Dreck gezogen, wunderbar. Nein, wir sind halt nur ein paar simplere Gemüter und über so hochtechnisierte Vorträge. Ja. Es klingt auf jeden Fall interessant und ich werde es in die Shownotes legen, wenn es uns gibt. Ansonsten nicht. Ich spende meine Sachen da gerne, wenn der René mir überhaupt sagt, wie das geht. Ja, aber ich habe das jetzt so verstanden, dass du dann dein Twitter-Token spendest, aber dann du dafür dann weniger Abrufe pro Minute hast. Also wenn du dann so ein Power-Twitterer bist, wie zum Beispiel jetzt hier beim Eurovision Song Contest, dann würdest du dir selber ins eigene Fleisch schneiden. Aber das können wir ja nochmal besprechen. Twitter zum Eurovision Song Contest? Ja, weiß ich ja nicht. Also ich würde das auf jeden Fall tun. Aber gut, wir sind jetzt ja gerade beim Podcasten, würde sagen, jetzt kannst machen wir Schluss. Tokens haben. Genau, wie gesagt, vielen Dank Anna nochmal, dass du dabei warst. Sehr gerne. Dankeschön. Schönen Grüße an die Eltern. Ja, hol die Fahne wieder raus, Vater. Genau, und ich werde es überprüfen. Ja, auf jeden Fall. Du musst ein Beweisfoto machen. Alles klar, wird nachgereicht. Alles klar. Basti, vielen Dank. Dennis, vielen Dank. Und ich sage dir auch vielen Dank. Ja, danke, gerne. Ja, heute sehr gut. Danke, ne? Danke, Marvin. Danke. Das ist ein Hashtag. Danke, Marvin. Du bist total fies, nur wegen diesem scheiß Echo hier. Nein. Geht schon. Na gut, also dann, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.